Nein, wenden Sie sich bitte an den Wortmeldetisch, der nimmt Ihre Meldung gerne entgegen. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, ich eröffne hiermit die 56. ordentliche Hauptversammlung der Volkswagen Aktiengesellschaft und übernehme den Vorsitz der Versammlung. Sie sind unserer Einladung zahlreich gefolgt. Dafür danke ich Ihnen und begrüße Sie ganz herzlich. Herzlich begrüße ich auch unsere Gäste, die Damen und Herren der Medien, sowie diejenigen, die unsere Hauptversammlung über das Internet folgen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir eine Ausweichmöglichkeit in Halle 2 geschaffen haben für den Fall, dass dieser Saal nicht ausreicht, um alle Aktionäre aufzunehmen. Wegweiser oder unser Ordnungspersonal leiten Sie gerne in die benachbarte Halle 2, in der sich die Fahrzeugausstellung befindet. Auch dort können Sie über Großbildwände der Versammlung folgen, sich allerdings nicht an der Generaldebatte und grundsätzlich auch nicht an der Abstimmung über die Beschlusspunkte beteiligen. Dazu müssten Sie dann bitte wieder in die Halle 3 kommen. Meine Damen und Herren, das Geschäftsjahr 2015 war für Volkswagen insbesondere im vierten Quartal durch die Dieselthematik geprägt. Diese ist auch der Grund, warum diese Hauptversammlung später stattfindet als in den Vorjahren. Wir werden zum aktuellen Status der Untersuchungen und den technischen Lösungen im Laufe der Hauptversammlung Stellung nehmen. Bevor wir uns der Dieselthematik und den weiteren Themen dieser Hauptversammlung zuwenden, erlauben Sie mir bitte, zunächst die erforderlichen formalen Feststellungen zu treffen. Das nach dem Aktiengesetz vorgesehene notarielle Protokoll führt auch in diesem Jahr Herr Notar Dr. Haupt, der auf dem Podium in der Mitte sitzt. Zusätzlich ist Herr Notar Müller-Eising anwesend, der hier vorne am Wortmeldetisch sitzt. Die Hauptversammlung ist in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Satzung einberufen worden. Die Einberufung der Hauptversammlung wurde am 12. Mai 2016. Ihre Erweiterung und deren Berichtigung am 30. Mai 2016 beziehungsweise am 31. Mai 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Fertigstellung des Verzeichnisses der anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Präsenz feststeht, werde ich sie der Hauptversammlung bekannt geben. Meine Damen und Herren, das Teilnehmerverzeichnis wird laufend aktualisiert. Sie können an den Terminals, die sich an den Eingängen zur Halle 3 befinden, Einblick in das elektronische Teilnehmerverzeichnis nehmen. Falls Sie die Hauptversammlung vorzeitig oder vorübergehend verlassen möchten, bitte ich Sie, die Hinweise für die Abmeldung und Wiederanmeldung zu beachten. Diese Hinweise für Aktionäre, die selbstverständlich auch für Aktionärsvertreter gelten, liegen Ihnen in Form eines Informationsblattes vor, das Sie am Anmeldeschalter erhalten haben. Alle Teilnehmer der Hauptversammlung darf ich aus Sicherheitsgründen darum bitten, auch bei einem nur vorübergehenden Verlassen der Versammlung sämtliche mitgeführten Gegenstände, insbesondere Ihre Taschen, mitzunehmen. Meine Damen und Herren, Sie haben über Ihr depotführendes Institut eine Eintrittskarte erhalten, die Sie heute bei der Anmeldung gegen einen Stimmkartenblock getauscht haben. Sollten Sie den Tausch noch nicht für alle in Ihrem Besitz befindlichen Eintrittskarten vorgenommen haben, dann holen Sie das bitte im eigenen Interesse nach. Andernfalls können diese Aktien nicht an den Abstimmungen teilnehmen. Stimmberechtigt in dieser Versammlung sind nur Stammaktionäre. Schließlich möchte ich Sie bitten, Ihre Mobiltelefone lautlos zu stellen und hier im Versammlungssaal nicht zu telefonieren, damit wir unsere Versammlung ungestört abhalten können. Ab Beginn der Aussprache dürfen auch keine Fotos oder Filmaufnahmen mehr gemacht werden. Bitte verhalten Sie sich auch in der Fahrzeugausstellung und in den anderen Präsenzbereichen so, dass Aktionäre, die dort der Übertragung der Versammlung folgen, dabei nicht gestört werden. Wie Sie den Hinweisen an den Eingängen entnehmen können, erfolgt im Bereich der Versammlung eine Videobeobachtung.
Es erfolgt jedoch keine anlasslose Aufzeichnung. Diese Maßnahme ist aus Gründen der Sicherheit erforderlich. Soweit die notwendigen formellen Hinweise. Ich bitte Sie nun, sich zu erheben, um den verstorbenen Angehörigen des Volkswagen-Konzerns zu gedenken. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie sich zu Ehren der Verstorbenen erhoben haben. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass alle Mitglieder des Vorstands anwesend sind. Darüber hinaus kann ich feststellen, dass alle Mitglieder des Aufsichtsrats der Volkswagen Aktiengesellschaft anwesend sind. Zunächst werde ich den Bericht des Aufsichtsrats zusammenfassend erläutern und auf die Veränderungen im Aufsichtsrat und Vorstand seit der letzten Hauptversammlung sowie auf die Empfehlungen des deutschen Corporate Governance Codex eingehen. Im Anschluss an meine Ausführungen wird Ihnen der Vorstand seinen Bericht erstatten. Es folgt dann die Generaldebatte. Nach Beendigung der Aussprache werden die Abstimmungen durchgeführt. Meine Damen und Herren, zu Beginn des Berichts des Aufsichtsrats spreche ich den Mitgliedern des Vorstands, dem Management und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Volkswagen Aktiengesellschaft für die geleistete Arbeit meinen Dank aus. Dies gilt ausdrücklich für die Beschäftigten aller Gesellschaften des Volkswagen-Konzerns. Sie alle geben mit Hingabe und Leidenschaft Tag für Tag ihr Bestes für dieses Unternehmen und seine Kunden. Umso mehr bedauern wir aufrichtig, dass die gesamte Dieselthematik nun einen Schatten auf dieses großartige Unternehmen wirft. Niemand hier hat sich vorstellen können, dass unser Unternehmen in eine Situation geraten könnte, wie wir sie im Moment erleben. Ich möchte mich bei Ihnen dafür entschuldigen, dass wir Ihr Vertrauen enttäuscht haben. Das bedauern wir zutiefst. Und da spreche ich nicht nur für den Vorstand und den Aufsichtsrat, sondern für das ganze Unternehmen. Die vordringlichste Aufgabe für uns alle ist es deshalb, das Vertrauen für den Volkswagen-Konzern zurückzugewinnen. Ich komme gleich ausführlicher darauf zurück, gehe aber zunächst auf die Formalien des Aufsichtsratsberichts ein. Meine Damen und Herren, seit Beendigung der letztjährigen ordentlichen Hauptversammlung haben sich im Aufsichtsrat und im Vorstand der Volkswagen Aktiengesellschaft personelle Veränderungen ergeben. Bei den Vertretern der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der Volkswagen Aktiengesellschaft hat Herr Jürgen Dorn sein Mandat zum 30. Juni 2015 niedergelegt. Mit Wirkung zum 1. Juli 2015 wurde Herr Uwe Hück gerichtlich zu dessen Nachfolger bestellt. Mit Wirkung vom 19. bzw. 21. November 2015 haben die Herren Berthold Huber und Hartmut Meine ihre Mandate niedergelegt. Zum 20. bzw. 22. November 2015 wurden die Herren Jörg Hofmann und Johann Jafklo gerichtlich zu deren Nachfolgern bestellt. Mit Wirkung zum 1. Juni 2016 hat Frau Babette Fröhlich ihr Mandat im Aufsichtsrat der Volkswagen Aktiengesellschaft niedergelegt. Frau Birgit Dietze wurde zum 1. Juni 2016 gerichtlich zu ihrer Nachfolgerin bestellt. Den aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Mitgliedern möchte ich im Namen aller Aufsichtsratsmitglieder an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit danken. Ihre jeweiligen Nachfolger haben wir im Aufsichtsrat bereits im Rahmen der zwischenzeitlich stattgefundenen Aufsichtsratssitzungen kennengelernt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Bei den Vertretern der Anteilseigner im Aufsichtsrat der Volkswagen Aktiengesellschaft hat
Frau Julia Kuhn-Pirch mit Wirkung zum Ablauf des 1. Oktober 2015 ihr Mandat niedergelegt. Am 7. Oktober 2015 wurde ich als Nachfolger gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats der Volkswagen Aktiengesellschaft bestellt. Ebenfalls am 7. Oktober 2015 wählte mich der Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Entsprechend unserem Antrag ist meine Amtszeit im Rahmen der gerichtlichen Bestellung bis zur Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung befristet. Das Gleiche gilt für die Amtszeit von Frau Dr. Luise Kiesling, die unmittelbar vor der letztjährigen Hauptversammlung gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats der Volkswagen Aktiengesellschaft bestellt wurde, da die Fristen für eine Wahl in der letzten Hauptversammlung im Jahr 2015 bereits verstrichen waren. Darüber hinaus werden sich mit Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung im Aufsichtsrat der Volkswagen Aktiengesellschaft personelle Veränderungen ergeben. Herr Akbar Al-Bakr hat sein Mandat im Aufsichtsrat der Volkswagen Aktiengesellschaft mit Beendigung der heutigen ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt. Ich möchte Herrn Akbar Al-Bakr ebenso wie Frau Julia Kuhn-Pirch, die ihr Amt mit Wirkung zum Ablauf des 1. Oktober 2015 niedergelegt hatte, für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im Aufsichtsrat danken. Mit Beendigung dieser Hauptversammlung wird zudem die Amtszeit von Frau Annika Falkengren turnusgemäß enden. Wie Sie der Tagesordnung entnommen haben, hat der Aufsichtsrat vorgeschlagen, Frau Dr. Hessa Sultan Al-Chabr für den Rest der Amtsdauer des mit Beendigung dieser Hauptversammlung ausscheidenden Herrn Akbar Al-Bakr sowie Frau Annika Falkengren, Frau Dr. Luise Kiesling und mich für eine volle Amtszeit zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. An dieser Stelle möchte ich Frau Dr. Al-Chabr die Möglichkeit geben, sich kurz vorzustellen. Frau Dr. Kiesling hatte sich ja bereits im letzten Jahr der Hauptversammlung vorgestellt. Sehr geehrte Frau Dr. Al-Chabr, darf ich Sie bitten, ein paar persönliche Worte an unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu richten und sich auf diesem Wege der Hauptversammlung vorzustellen. Frau Dr. Al-Chabr, bitteschön. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Delighted to be here this morning, and thanks for the welcome. Let me begin by introducing myself. I am Hessa Al-Jaber, Qatar's new representative to Volkswagen Supervisory Board, a proud mother of three young adults, two daughters, an engineer and computer scientist by profession, and the former ICT minister, with deep passion for healthcare, education, digital technology, and entrepreneurship. I have led the structural reforms in the telecom and IT sectors in Qatar since 2005, and in 2013, I was appointed as the first ICT minister, which was a milestone, particularly for working women in the Gulf region. During these 10 years, we managed to set solid foundation for a vibrant and healthy ICT sector in Qatar. The sector market growth has doubled, and we established host of strategic communication enterprises in the field of satellite communication, fiber optics, IT service, and assistive technology. With a strong hybrid team of multinational and locals, we foster dynamic digital sector in Qatar, localizing capabilities, modernizing infrastructure, and the growing cluster of ICT industries to support our national agenda for diversifying the economy. When we saw a slow market in 2010, we proposed the government to intervene and modernize the communication infrastructure by establishing Qatar National Broadband Network Company to roll out fiber optic nationwide, and Qatar Satellite Communication Company, which successfully launched Qatar's first ever satellite in 2013, and the second one is in 2017.
The outcome is a collective of achievements that have put our ultimate goal of harnessing the power of ICT for the wellness of people. However, in hindsight, the two achievements have marked my career, and I am proud of overseeing the liberalization of Qatar telecommunication market and the establishment of Qatar Assistive Technology, MADA, which serves people with all kinds of disability. I'm privileged to continue serving on several governing boards, including Qatar University, SILATEC, it's an Arab Youth Empowerment Organization, the American School of Doha, and Qatar Financial Market Authority. I also chair the board of key national enterprises at a critical juncture of their potential growth, Qatar Satellite Company, Ma'lumatiya, and Carnegie Mellon University in Qatar. I have been working closely with hosts of young entrepreneurs and investing in selected startups to identify opportunities and how disruptive technology can enhance the viability of certain sectors of the economy in our region, particularly in area of healthcare, education, and environment. And now let me share with you what I do know of Volkswagen. First, I'm very proud to be a member of this prestigious supervisory board, and I read a lot about Volkswagen in the past couple of months, and I noted the criticism in the media. But I don't think we should doubt Volkswagen's ability to change and evolve. Strategy 2025 aims to boost profit, push aggressively to a new technology, service, and prioritize very critical areas and productivity, cost structure, corporate structure, mobility service, and others. I believe that Volkswagen management is genuinely motivated to turn the company around and deliver on Volkswagen potential and promise. I am not an expert in automobile industry, but Volkswagen huge scale brand and skillful manpower are second to none. As a technology expert, I hope to bring insight to the table and add value when we consider emerging technology option. And for sure, I will be listening and learn about Volkswagen culture and industry. I wish Volkswagen management all the best in their effort to continue making the company among the leading car manufacturers. Thank you. Dolmetschung. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier sein kann und danke Ihnen für den freundlichen Empfang. Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen. Ich heiße Hessa Al-Jaber, bin Katars neue Vertreterin im Aufsichtsrat der Volkswagen AG, bin stolze Mutter von drei jungen Erwachsenen, einem Sohn und zwei Töchtern und bin von Beruf Ingenieurin und Informatikerin, war zuvor Ministerin für Informations- und Kommunikationstechnologie. Und ich habe eine große Leidenschaft für das Gesundheitswesen, Bildung, digitale Technologien und das Unternehmertum. Ich habe die strukturellen Reformen in den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnologie in Katar seit 2005 eingeleitet. Und im Jahre 2013 wurde ich als erste Ministerin für IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologie, ein Meilenstein insbesondere für berufstätige Frauen in der Golfregion. Während dieser 10 Jahre konnten wir das tragfähige Fundament für eine lebhafte und gesunde IKT-Branche in Katar legen. Das Marktwachstum in der Branche hat sich verdoppelt und wir haben eine ganze Reihe von strategischen Kommunikationsunternehmen in den Bereichen Satellitenkommunikation, Glasfasertechnik, IT-Dienstleistungen und Unterstützungstechnologie aufgebaut. Mit einem starken, gemischt multinationalen und einheimischen Team förderten wir eine dynamische digitale Branche in Katar, in dem Fertigkeiten lokal aufgebaut wurden, Infrastruktur modernisiert wurde und ein Cluster von lokalen IKT-Unternehmen zur Unterstützung unserer nationalen Agenda zur Diversifizierung der Wirtschaft aufgebaut wurde. Als wir 2010 ein langsameres Marktwachstum beobachteten, schlugen wir der Regierung die Intervention und Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur durch den Aufbau der Qatar National Broadband Network Company, dem katarischen Unternehmen für Breitbandnetzwerke, vor, um landesweit Glasfasernetze einzuführen, sowie die Einrichtung der Qatar Satellite Communications Company, dem katarischen Unternehmen zur Satellitenkommunikation, welches 2013 Katars allerersten Satelliten erfolgreich in die Umlaufbahn brachte. Und der zweite steht Anfang 2017 an.
Das Ergebnis hiervon ist eine Reihe von Errungenschaften, die unserem letztendlichen Ziel dienen, die Kraft der IKT für das Wohlergehen unseres Volkes zu nutzen. Im Nachhinein kann ich allerdings sagen, dass die zwei Errungenschaften, die mich mit Stolz erfüllen und prägend für meine Karriere waren, die Liberalisierung des katarischen Telekommunikationsmarktes und die Einrichtung des Qatar Assistive Technology Center, MADA, des katarischen Zentrums für Unterstützungstechnologien sind, wobei letzteres Menschen mit allen Arten von Behinderungen unterstützt. Ich habe das Privileg, dass ich weiterhin in verschiedenen Verwaltungsräten bin, einschließlich dem der katarischen Universität Silatec, einer arabischen Jugendförderungsorganisation, der amerikanischen Schule in Doha und der Katar-Finanzaufsichtsbehörde. Ebenso bin ich Vorsitzende der Gremien der wichtigsten nationalen Unternehmen an einem kritischen Punkt ihres potenziellen Wachstums, Qatar Satellite Company, Malomatia und der Carnegie Mellon Universität in Katar. Gleichzeitig habe ich eng mit einer Reihe von jungen Unternehmen gearbeitet und in ausgewählte Start-ups investiert, um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie disruptive Technologien die Lebensfähigkeit bestimmter Wirtschaftszweige in unserer Region steigern können, insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Umwelt. Und nun lassen Sie mich dazu kommen, was ich von Volkswagen weiß. Zunächst bin ich stolz darauf, ein Mitglied dieses renommierten Aufsichtsrates zu sein. Ich habe in den vergangenen Monaten viel über Volkswagen gelesen und die Kritik in den Medien gesehen. Aber wir sollten die Fähigkeit von Volkswagen zur Veränderung und zum Wandel nicht anzweifeln. Die Strategie 2025 zielt darauf ab, die Gewinne zu steigern und aggressiv in neue Technologiedienste vorzudringen, sowie Prioritäten in den kritischen Bereichen Produktivität, Kostenstruktur, Unternehmensstruktur, Mobilitätsdienste und anderen zu setzen. Ich bin der Überzeugung, dass der Vorstand von Volkswagen eine große Motivation hat, dieses Unternehmen zu verändern und dass Volkswagen das Potenzial hat, das Versprechen einzulösen. Ich bin keine Expertin aus der Automobilbranche, aber die Größe von Volkswagen, die Marke und die erfahrenen Experten stehen niemandem in irgendetwas nach. Da ich Technologieexpertin bin, hoffe ich, dass ich eine gewisse Erfahrung einbringen kann, während man sich in neu entstehende Technologien hineinbegibt. Und ich werde sicherlich aufmerksam zuhören, um mehr über die Volkswagen-Kultur und die Branche zu lernen. Ich wünsche dem Vorstand alles Gute bei den schwierigen vor Ihnen liegenden Aufgaben. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Al-Chabr. Meine Damen und Herren, ich darf des Weiteren auf die personellen Veränderungen im Vorstand der Volkswagen Aktiengesellschaft seit der letzten ordentlichen Hauptversammlung am 5. Mai 2015 eingehen. Der frühere Vorsitzende des Vorstands, Herr Professor Martin Winterkorn, hat sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands am 25. September 2015 im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt. Mit Wirkung zum 26. September 2015 berief der Aufsichtsrat Herrn Matthias Müller zum Vorstandsvorsitzenden. Herr Dr. Herbert Dies wurde zum 1. Juli 2015 in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Markenvorstands der Marke Volkswagen Pkw zum Mitglied des Vorstands bestellt. Herr Christian Klingler, Mitglied des Vorstands für Vertrieb und Marketing, hat sein Amt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 25. September 2015 niedergelegt. Zu meinem Nachfolger als Mitglied des Vorstands für Finanzen und Controlling berief der Aufsichtsrat am 7. Oktober 2015 Herrn Frank Witter. Das Vorstandsmandat von Herrn Professor Horst Neumann für den Bereich Personal und Organisation endete mit Auslaufen seines Dienstvertrags zum 30. November 2015. Zu seinem Nachfolger wurde Herr Dr. Karl-Heinz Blessing bestellt, der sein Amt zum 1. Januar 2016 antrat. Ebenfalls zum 1. Januar 2016 übernahm Frau Dr. Christine Hohmann-Denhardt das neu geschaffene Vorstandsressort für Integrität und Recht. Den ausgeschiedenen Mitgliedern des Vorstands spreche ich unseren Dank aus. Ich bin zuversichtlich, dass die veränderte und neue Mannschaft im Vorstand genau die richtige ist, um die großen gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen für unser Unternehmen bestens erfolgreich zu bewältigen. Ich wünsche allen Mitgliedern des Vorstands bei dieser Aufgabe jederzeit eine glückliche Hand. Soweit zu den personellen Veränderungen im Aufsichtsrat und im Vorstand.
seit der letzten ordentlichen Hauptversammlung. Meine Damen und Herren, der Aufsichtsrat befasste sich im abgelaufenen Geschäftsjahr regelmäßig und ausführlich mit der Lage und Entwicklung des Volkswagen-Konzerns. Ich darf hierzu auf die umfassenden Ausführungen im Bericht des Aufsichtsrats ab der Seite 12 unseres Geschäftsberichts verweisen. Wir überwachten und berieten den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens. In alle Entscheidungen, die für den Konzern von grundlegender Bedeutung waren, wurde der Aufsichtsrat unmittelbar vom Vorstand eingebunden. Wir wurden vom Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher oder mündlicher Form über alle relevanten Themen unterrichtet. Zusätzlich wurden wir vom Vorstand fortlaufend über weitere aktuelle Themen sowie über die Compliance informiert. Der Vorstand übermittelte dem Aufsichtsrat darüber hinaus monatlich einen detaillierten Bericht über die aktuelle Geschäftslage und die Vorausschätzungen für das Gesamtjahr. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen erläuterte der Vorstand ausführlich in schriftlicher oder mündlicher Form. Ursachen für die Abweichungen wurden von Vorstand und Aufsichtsrat intensiv diskutiert und analysiert und die jeweils erforderlichen Maßnahmen beraten. Zudem berichtete der Vorstand in den Sitzungen des Sonderausschusses Dieselmotoren regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Dieselthematik. Mit Herrn Müller habe ich mich auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigen Gesprächen beraten. Themen hierbei waren unter anderem die Strategie, die Planung, die Geschäftsentwicklung, die Risikolage und das Risikomanagement sowie Fragen der Compliance des Volkswagen-Konzerns und ab September 2015 die Entwicklungen in der Diesel- und CO2-Thematik. Der Aufsichtsrat hat sich aber nicht nur sehr eng mit dem Vorstand ausgetauscht, der Aufsichtsrat hat sich auch sehr stark in den Dialog mit unseren Stakeholdern eingebracht. Ich habe beispielsweise in den vergangenen Monaten eine erhebliche Zahl von Gesprächen mit Investoren geführt. Im Geschäftsjahr 2015 fanden 8 Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Mit Ausnahme von Herrn Al-Bakr haben alle Mitglieder des Aufsichtsrats an mehr als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse, denen sie angehören, teilgenommen. Die durchschnittliche Präsenzquote im Aufsichtsratsplenum betrug 95%. Getagt haben im letzten Geschäftsjahr 4 der 5 Ausschüsse des Aufsichtsrats. Namentlich sind dies das Präsidium, das zu 12 Sitzungen zusammenkam, der Prüfungsausschuss, der 6-mal tagte, der Nominierungsausschuss, der 3-mal zusammentrat, und der im Oktober 2015 neu gegründete Sonderausschuss Dieselmotoren, der 6 Sitzungen abhielt. Sie sehen bereits an der großen Anzahl der Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse, wie intensiv der Aufsichtsrat auch und insbesondere mit Blick auf die Dieselthematik seine Überwachungs- und Beratungsaufgabe wahrgenommen hat. Der Vermittlungsausschuss musste nicht einberufen werden. Eine detaillierte Darstellung der in den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse behandelten Themen finden Sie ebenfalls im Bericht des Aufsichtsrats auf den Seiten 12 bis 17 des Geschäftsberichts. Eine wesentliche Aufgabe des Aufsichtsrats betrifft auch die Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Vorstands. Lassen Sie mich deshalb an dieser Stelle auf die Systematik der Vorstandsvergütung eingehen, an der sich für das Geschäftsjahr 2015 keine Veränderungen ergeben haben, mit Ausnahme derjenigen, über die ich, wie im deutschen Corporate Governance Codex vorgesehen, nachfolgend berichte. Die negativen Sondereinflüsse aus der Dieselthematik haben sich in den jeweiligen variablen Vergütungskomponenten niedergeschlagen. Dies gilt sowohl für die auf 2-Jahres-Basis berechnete Sondervergütung und die individuelle Leistungskomponente, die beide auf dem operativen Ergebnis basieren, als auch für den 4-jährigen Long
Long-Term Incentive. Insgesamt ergaben sich daraus bereits eine Reduzierung der variablen Vergütungsbestandteile um rund 30%. Aufgrund der Mehrjährigkeit der Vergütungsparameter wird sich dieser Effekt auch in den Folgejahren mindernd auswirken. Abweichend von der vom Aufsichtsrat in 2013 beschlossenen Berechnungsmethodik wurde zusätzlich die Sondervergütung der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2015 dahingehend geändert, dass für die Zwecke der Ermittlung der Sondervergütung für das Geschäftsjahr 2015 das operative Ergebnis einschließlich des anteiligen operativen Ergebnisses in China für das Geschäftsjahr 2015 auf 0 Euro reduziert wurde. Durch diese Reduzierung hat sich der Bonus, der sich rechnerisch für die Vorstandsmitglieder ergibt, nochmals verringert. Der Aufsichtsrat hat zudem beschlossen, die individuelle Leistungskomponente für alle Vorstandsmitglieder einheitlich mit 40% festzusetzen. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat der Volkswagen Aktiengesellschaft in seiner Sitzung am 22. April 2016 das Angebot der Mitglieder des Vorstands angenommen, für die im Zeitpunkt des Beschlusses aktiven Vorstandsmitglieder einen Anteil von 30% der variablen Vergütung für das Geschäftsjahr 2015 für 3 Jahre zurückzubehalten und unter den Vorbehalt der zukünftigen Aktienkursentwicklung zu stellen. Meine Damen und Herren, mir ist bekannt, dass einige von Ihnen diesen Beitrag der Vorstandsmitglieder für nicht hinreichend halten. Bei der Bewertung der variablen Vergütung ist aber zu berücksichtigen, dass sowohl die Sondervergütung als auch der Long-Term-Incentive auf mehrjährigen Bemessungsgrundlagen beruhen. Das entspricht den Vorgaben des Aktiengesetzes und des deutschen Corporate Governance Codex. Aufgrund der mehrjährigen Bemessungsgrundlage sind die Auswirkungen der negativen Sondereinflüsse aus der Dieselthematik auf die variable Vergütung 2015 nicht derart hoch, wie sich dies einige von Ihnen wünschen. Die negativen Sondereinflüsse im Jahr 2015 werden aber aufgrund der mehrjährigen Bemessungsgrundlage auch noch in den kommenden Jahren zu einer erheblichen Verringerung der variablen Vergütung führen. Dies trägt dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung, den das Aktiengesetz vorschreibt. Ich darf ferner betonen, dass die Vorstandsmitglieder durch die vereinbarte Zurückbehaltung von 30% der variablen Vergütung einen freiwilligen Beitrag leisten, der aus Sicht des Aufsichtsrats angemessen ist. Ich darf auch darauf hinweisen, dass die beschriebenen Maßnahmen für die Vorstandsmitglieder signifikante Folgen haben. In Summe aller Maßnahmen ergibt sich für ein in 2015 ganzjährig amtierendes Vorstandsmitglied ein gegenüber dem Vorjahr um 57% reduzierter Auszahlungsbetrag. Die betriebliche Altersversorgung wurde grundsätzlich auf eine beitragsorientierte Leistungszusage über den Volkswagen Pension Trust e.V. geändert. Für jedes Jahr der Vorstandsbestellung wird ein Versorgungsbetrag in Höhe von 50% der Grundvergütung zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres in den Volkswagen Pension Trust e.V. eingebracht. Aus den jährlichen Versorgungsbeiträgen ergeben sich Bausteine einer grundsätzlich vorgesehenen lebenslangen Rentenzahlung. Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung kann eine Kapitalleistung wahlweise als Einmal- oder Ratenzahlung zum Zeitpunkt des Renteneintritts derzeit frühestens ab Vollendung des 63. Lebensjahres erfolgen. Bisher ergab sich das Ruhegehalt aus einem individuellen Prozentsatz der Grundvergütung, der sich im Wesentlichen auf die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit bezog. Durch die Umstellung auf die beitragsorientierte Leistungszusage sind nun
die Regelungen maßgeblich, die auch für Tarifmitarbeiter Anwendung finden. Die Mitglieder des Vorstands haben für das Geschäftsjahr 2015 eine Vergütung nach Handelsgesetzbuch in Höhe von insgesamt 63,2 Millionen Euro erhalten. Den Empfehlungen des deutschen Corporate Governance Codex zur Vorstandsvergütung wird mit folgenden Ausnahmen entsprochen. Das Abfindungscap wurde und wird beim Neuabschluss von Vorstandsverträgen berücksichtigt. Beim Abschluss von Verträgen mit Vorstandsmitgliedern ab deren dritter Amtszeit jedoch dann nicht, wenn schon vorher kein Cap in ihren Verträgen vorgesehen war. Insoweit wurde und wird ein Bestandsschutz eingeräumt. Darüber hinaus haben Vorstand und Aufsichtsrat am 22. April 2016 eine Ergänzung zur Entsprechenserklärung zum deutschen Corporate Governance Codex abgegeben, die den Ausschluss nachträglicher Änderungen der Vergleichsparameter für variable Vergütungsteile betrifft. Ein Festhalten an den bisherigen Erfolgszielen und Vergleichsparametern hätte nach Ansicht des Aufsichtsrats und der Vorstandsmitglieder zu Ergebnissen geführt, die der aktuellen Situation der Gesellschaft nicht ausreichend Rechnung getragen hätten. Wie ich bereits ausgeführt habe, wurde das operative Ergebnis einschließlich des anteiligen operativen Ergebnisses in China insoweit auf null reduziert mit entsprechenden Auswirkungen auf die Bonuszahlung. Für die zukünftige Vergütung des Vorstands gilt Folgendes. Wir arbeiten gemeinsam mit dem Vorstand an der Neuausrichtung des Konzerns. Unabhängig von der aktuellen Situation möchten wir die Voraussetzung dafür schaffen, dass sich Volkswagen nachhaltig erfolgreich entwickeln kann. Dazu gehört selbstverständlich auch, dass wir die Vorstandsvergütung auf den Prüfstand stellen. Dasselbe gilt im Übrigen für die Aufsichtsratsvergütung. Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats setzt sich aus einer festen Vergütung und einer variablen Vergütung, die von der Höhe der gezahlten Dividende abhängig ist, zusammen. Aufgrund der Krise erhielten die Aufsichtsratsmitglieder, die bis zum Ende des Geschäftsjahres 2015 im Amt waren, für das vergangene Geschäftsjahr keine variable Vergütung. Die Gesamtvergütung für alle Aufsichtsratsmitglieder betrug daher im Geschäftsjahr 2015 weniger als 700.000 Euro. Im Geschäftsjahr 2014 waren noch über 12 Millionen bezahlt worden. Obwohl die weit überwiegende Mehrheit vergleichbarer Unternehmen ihren Aufsichtsratsmitgliedern eine reine Festvergütung zahlt, haben wir bewusst davon abgesehen, in der aktuellen Situation eine Änderung der Aufsichtsratsvergütung vorzuschlagen. Auch die Aufsichtsratsvergütung werden wir jedoch zukünftig benchmarkorientiert überprüfen. Am 14. März 2016 haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Ergänzung zur Entsprechungserklärung abgegeben. Die Ergänzung betraf vor dem Hintergrund der offenen Fragen im Zusammenhang mit der Abgasthematik und daraus resultierenden Bewertungsfragen die Fristen zur Offenlegung für die Veröffentlichungen des Konzernabschlusses 2015 und des Zwischenberichts zum ersten Quartal 2016. Ab dem Halbjahresfinanzbericht 2016 wird der Empfehlung, den Konzernabschluss innerhalb von 90 Tagen nach Ende des Geschäftsjahres zu veröffentlichen, wieder entsprochen. Die weitere am 22. April 2016 abgegebene Ergänzung habe ich bereits im Zusammenhang mit der Vergütung erläutert. Eine Erläuterung aller Abweichungen zu den Empfehlungen ist in der Entsprechungserklärung und deren Ergänzungen nachzulesen. Die Entsprechungserklärung und ihre Ergänzungen sind auf der Internetseite der Volkswagen Aktiengesellschaft zugänglich. Näheres zur Corporate Governance des Unternehmens und zur Umsetzung der Empfehlungen bzw. Anregungen des deutschen Corporate Governance Codex finden Sie auch in unserem Corporate Governance Bericht. Er ist ab Seite 60 des Geschäftsberichts abgedruckt. Der vom Vorstand vorgelegte Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen wurde vom Abschlussprüfer geprüft. Der Aufsichtsrat hat diesen Bericht ebenfalls
geprüft und hat dem Ergebnis der Prüfer zugestimmt. Im Übrigen verweise ich auf den schriftlich vorgetragenen Bericht des Aufsichtsrats. Sie finden ihn ab Seite 12 im Geschäftsbericht. Nun darf ich an den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Jörg Hofmann, übergeben, der einige Ausführungen zu meinem Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat machen wird. Herr Hofmann, bitte. Meine Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender möchte ich an dieser Stelle im Rahmen des Berichts des Aufsichtsrats den Wechsel von Hans-Dieter Pötsch vom Vorstand in den Aufsichtsrat innerhalb der grundsätzlich vorgesehenen zweijährigen Karenzzeit begründen. Bis zum 20. Oktober 2015 war die Position des Vorsitzenden des Aufsichtsrats seit dem Rücktritt von Herrn Prof. Dr. Piech vakant. Der Aufsichtsratsvorsitzende des größten europäischen Automobilherstellers muss ein ausgewiesener Experte im Automobilbau sein. Das gilt sowohl für die technische Seite als auch für die finanziellen Besonderheiten unserer Branche. Herr Pötschs Qualifikation ist auf diesen Gebieten ohne jeden Zweifel gegeben. Herr Pötsch genießt ferner im höchsten Maße das Vertrauen der großen Aktionäre der Gesellschaft. Auch dies ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die erfolgreiche Übernahme des Amtes des Vorsitzenden. Und schließlich kann niemand diese Position erfolgreich ausüben, der nicht die uneingeschränkte Unterstützung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Unternehmens hat. Das partnerschaftliche Miteinander von Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretung zeichnet Volkswagen aus. Herr Pötsch erfüllt auch diese Anforderung im hohen Maße. Es stand und steht kein zweiter Kandidat für die Übernahme des Vorsitzes in unserem Aufsichtsrat zur Verfügung, der die vorgenannten Erfolgsfaktoren im gleichen Maße wie Herr Pötsch in sich vereinigt. Aus diesem Grund schlägt der Aufsichtsrat der Volkswagen Aktiengesellschaft auf der Grundlage des Vorschlags der Porsche Automobil Holding SE gemäß § 100 Absatz 2 Nummer 4 des Aktiengesetzes Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, vor, Herrn Pötsch heute für die kommenden 5 Jahre zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, ihn anschließend zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu wählen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, ich bedanke mich für Bayern Hofmann und den Kollegen des Aufsichtsrates für diese Ausführungen und die anerkennenden Worte. Ich weiß dieses Vertrauen sehr zu schätzen. Meine Damen und Herren, damit möchte ich den eigentlichen Bericht des Aufsichtsrats beenden. Sie erwarten jedoch sicher an dieser Stelle und dies auch völlig zu Recht einen Bericht zur Aufklärungsarbeit zur Dieselthematik. Gerne möchte ich hierzu Stellung nehmen und auch einige Dinge klarstellen. Volkswagen steht in diesen Tagen mitten in der größten Bewährungsprobe seiner Unternehmensgeschichte. Mit der Dieselthematik haben wir das Vertrauen unserer Aktionäre, unserer Kunden und Geschäftspartner sowie der Öffentlichkeit enttäuscht. Der Aufsichtsrat, der Vorstand und die Belegschaft haben von Anfang an das Ziel verfolgt, diese Krise gemeinsam zu bewältigen. Nur gemeinsam können wir es schaffen, dass Volkswagen die Krise überwindet und letztlich gestärkt aus ihr hervorgeht. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir Vertrauen zurückgewinnen. Hierfür werden wir alles tun. Es ist dem Aufsichtsrat und mir persönlich sehr bewusst, dass uns das nur gelingen kann, wenn wir die Vorwürfe umfassend, unabhängig und schonungslos aufklären. Bei der Aufklärung und der Bewältigung der Folgen der Dieselthematik
haben wir bereits große Fortschritte erzielt. Noch sind wir nicht am Ziel angekommen. Es bleibt immer noch viel zu tun. Ich bin mir aber sicher, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Aufgrund unserer umfassenden Aufklärungsarbeiten können wir mittlerweile den Ursprung der Dieselthematik und die Entwicklung der Motorsteuerungssoftware nachvollziehen. Rückblickend war die strategische Entscheidung einer groß angelegten Dieseloffensive 2005 in den USA der Ausgangspunkt der Dieselthematik. Volkswagen wollte ein leistungsstarkes Dieselaggregat auf dem US-Markt anbieten. Dabei war Volkswagen mit den strengen US-Emissionsgrenzwerten konfrontiert. Das stellte unsere Ingenieure vor besondere Herausforderungen, die am Ende zum Einsatz einer unzulässigen Motorsteuerungssoftware führten. Unsere Dieselfahrzeuge wurden in den USA 2008 in den Markt eingeführt. 2014 stellte der International Council on Clean Transportation, ICCT, Auffälligkeiten beim Emissionsverhalten bestimmter Dieselfahrzeuge fest. Die Angelegenheit erfuhr zunächst auf Führungsebenen bei Volkswagen keine besondere Aufmerksamkeit und wurde als technisches Problem eingeordnet, das nicht besorgniserregend ist. Technische Probleme gehören zum Alltag eines großen Automobilherstellers. Volkswagen hat dann die Messungen der ICCT wiederholt, wobei sich die ungewöhnlich hohen Stickoxidemissionen bestätigt haben. Das Ergebnis wurde den US-Behörden mitgeteilt und Volkswagen hat in enger Absprache mit den US-Behörden eine Rückrufaktion zur Neukalibrierung der betroffenen Dieselmotoren gestartet. Erst nach und nach wurde klar, dass der Grund für das auffällige Emissionsverhalten in einer Einrichtung zu suchen sein könnte, die sich nach US-amerikanischem Recht als sogenanntes Defeat-Device klassifizieren lässt. Dabei handelt es sich um eine Motorsteuerungssoftware, die das Emissionsverhalten der Fahrzeuge in Abhängigkeit von der Fahrsituation verändert. Wenn sich das Fahrzeug in einem Prüfungszyklus befindet, stößt es mit dieser Motorsteuerungssoftware weniger Stickoxide aus als im Echtbetrieb. Am 3. September 2015 hat Volkswagen gegenüber den US-Behörden die Funktionsweise der Motorsteuerungssoftware offengelegt. Der Vorstand von Volkswagen ging auf der Grundlage der Beurteilung durch eine in diesen Fragen führende US-Anwaltssozietät im Folgenden davon aus, dass, wie in anderen Fällen in den USA üblich, mit den US-Behörden eine einvernehmliche Lösung möglich sein würde. Eine Lösung also, die für Volkswagen nicht zu gewichtigen wirtschaftlichen Konsequenzen geführt hätte. Entgegen dieser Erwartung informierte für Vorstand und Aufsichtsrat von Volkswagen vollkommen überraschend am 18. September 2015 die US-amerikanische Umweltbehörde Environmental Protection Agency oder EPA genannt, in einer Notice of Violation die Öffentlichkeit, dass bei bestimmten Fahrzeugen von Volkswagen Unregelmäßigkeiten bei den Stickoxidemissionen festgestellt worden seien. Die US-Behörden, insbesondere die EPA, warfen Volkswagen vor, bei Vierzylinder-Dieselmotoren der Modelljahre 2009 bis 2015 ein Defeat-Device verbaut zu haben. Volkswagen hat in dieser Ausnahmesituation unverzüglich gehandelt. Was haben wir im Einzelnen gemacht? Wir haben die Vorwürfe gleich öffentlich eingeräumt. Volkswagen hat mit den beteiligten US-Behörden eng zusammengearbeitet und tut dies auch weiterhin. Wir haben von Anfang an vorbehaltlos mit allen in- und ausländischen Institutionen kooperiert. In Deutschland hat Volkswagen noch im September 2015 Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Braunschweig erstattet und kooperiert eng mit der Behörde. Der Aufsichtsrat hat sich schon am 25. September 2015 mit dem Thema befasst. Wenige Tage später
hat der Aufsichtsrat am 7. Oktober 2015 einen sechsköpfigen Sonderausschuss Dieselmotoren eingesetzt und mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet. Der Sonderausschuss Dieselmotoren koordiniert die Untersuchungen im Zusammenhang mit der Dieselthematik und begleitet sie. Wie bereits ausgeführt, tagt er regelmäßig, lässt sich über die Fortschritte bei der Aufklärung informieren und veranlasst die notwendigen nächsten Schritte. Den Vorsitz im Sonderausschuss hat Herr Dr. Wolfgang Porsche übernommen. Er kennt unser Unternehmen sehr gut und bringt gleichzeitig einen unabhängigen Blick auf die Sache mit, der für eine solche Aufgabe notwendig ist. Ich danke Herrn Dr. Porsche im Namen des gesamten Aufsichtsrats für seinen Einsatz und sein Engagement für Volkswagen. Volkswagen hat Ende September 2015 die international renommierte Rechtsanwaltskanzlei Jones Day beauftragt, eine umfassende, unabhängige Untersuchung der Dieselthematik unter Aufsicht des Aufsichtsrats durchzuführen. Jones Day soll die Vorwürfe als externe Rechtsanwaltskanzlei umfassend und ohne Ansehen von Personen aufklären. Um das sicherzustellen, braucht es Unabhängigkeit. Deswegen ist Jones Day ein sogenannter Independent Investigator. In den Ermittlungen ist Jones Day völlig frei. Weder der Sonderausschuss noch der Aufsichtsrat oder der Vorstand will und kann auf den Gang der Untersuchung und Aufklärung durch Jones Day Einfluss nehmen. Jones Day berichtet in erster Linie an das US Department of Justice, das DOJ. Der Umfang der Untersuchung wird maßgeblich durch Jones Day in Abstimmung mit dem Department of Justice bestimmt. Das schließt auch den Ablauf ein. Die Untersuchung ist damit in jeder Hinsicht unabhängig. Diese unabhängige Untersuchung hat für uns auch deshalb eine große Bedeutung, weil wir durch sie den Anforderungen der US-Behörden gerecht werden. Wir möchten die Vorwürfe transparent und umfassend aufklären. Operativ wird Jones Day von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte unterstützt. Zusätzlich zu den externen Ermittlungen durch Jones Day haben wir so schnell wie möglich und in enger Abstimmung mit dem Vorstand umfassende interne Maßnahmen ergriffen, um den Ursachen der Dieselthematik selbst und aus eigener Kraft auf den Grund zu gehen. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe hat die interne Revision im Auftrag des Vorstands und des Aufsichtsrats eine Taskforce gebildet. Aufgabe der Taskforce war es, die relevanten Prozesse sowie die Berichts- und Kontrollsysteme in der Motorenentwicklung zu prüfen. Wir wollten damit erreichen, dass wir Schwachstellen, die zur Dieselthematik geführt haben könnten, so früh wie möglich erkennen und in der Lage sind, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Über Inhalte und Ergebnisse der Prüfung sowie die eingeleiteten Maßnahmen wird Herr Müller Sie gleich ausführlich informieren. Mit der Berufung von Matthias Müller als Nachfolger von Herrn Professor Winterkorn haben wir einen Vorstandsvorsitzenden gefunden, der Volkswagen und seine Marken bestens kennt und dessen kritischen und konstruktiven Blick wir ausgesprochen schätzen. Matthias Müller hat in seiner beruflichen Laufbahn bewiesen, dass er eine Persönlichkeit mit großer strategischer und unternehmerischer Kompetenz ist. Wir haben Herrn Müller als ebenso erfolgreichen wie entschlossenen und durchsetzungsstarken Manager kennengelernt, der darüber hinaus eine große soziale Kompetenz hat. Mit Blick auf die Dieselthematik haben wir außerdem in enger Abstimmung mit dem Vorstand zum 1. Januar 2016 ein neues Vorstandsressort geschaffen. Das Vorstandsressort Integrität und Recht soll Zuständigkeiten bündeln und die Bedeutung rechtstreuen und ethischen Verhaltens bei Volkswagen klar unterstreichen. Wir konnten die ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht, Frau Dr. Hohmann-Dennhardt, für diese Aufgabe gewinnen. Für die Bereitschaft von Frau Dr. Hohmann-Dennhardt, dieses verantwortungsvolle Amt in einer sehr schwierigen Situation zu übernehmen,
bedanke ich mich im Namen des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat und auch ich persönlich haben Frau Dr. Hohmann-Dennhardt unsere vorbehaltlose Unterstützung zugesagt. Wir haben des Weiteren die renommierte Anwaltssozietät Gleis-Lutz beauftragt, den Aufsichtsrat im Zusammenhang mit der Dieselthematik umfassend rechtlich zu beraten. Dabei geht es auch darum, die Untersuchungen von Jones Day rechtlich zu begleiten und daraus die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Gleis-Lutz prüft vor allem auf der Basis der hierfür relevanten Zwischenergebnisse der Untersuchung von Jones Day, ob Vorstandsmitglieder im Zusammenhang mit der Dieselthematik Pflichtverletzungen begangen haben. Die externen Ermittlungen durch Jones Day sind weit fortgeschritten und werden unverändert intensiv vorangetrieben. Gut 550 Interviews zur Dieselthematik hat Jones Day bislang geführt. Viele weitere Interviews stehen noch aus. 72 Millionen Dokumente wurden für eine digitale Auswertung gesichert. Die sogenannte E-Research, also die systematische Auswertung dieser Dokumente, ist weit fortgeschritten. Die Masse an Informationen und die Komplexität des Sachverhalts machen die Untersuchung zu einer der umfangreichsten der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Bei der Aufklärung der Vorwürfe kommt Gründlichkeit klar vor Tempo. Es geht um die wichtige Klärung juristischer Verantwortlichkeiten. Wir müssen die Vorwürfe schon allein deswegen besonders sorgfältig prüfen. Das habe ich bereits in einer Pressekonferenz im vergangenen Dezember betont und das gilt bis heute. Die Untersuchung durch Jones Day ist auch wegen dieser Maßgabe noch nicht abgeschlossen. Sie werden heute fragen, welche Fortschritte die Aufklärung der Dieselthematik gemacht hat und welche Ermittlungsergebnisse uns vorliegen. Sie haben als unsere Aktionäre den berechtigten Wunsch nach diesen Informationen. Das gilt im Übrigen ganz ähnlich für unsere Kunden und Geschäftspartner und für die Öffentlichkeit. Wir nehmen diesen Wunsch sehr ernst. Wir haben deshalb schon am 10. Dezember des vergangenen Jahres die Ergebnisse der Prüfung unserer internen Revision vorgestellt und bei dieser Gelegenheit auch einen Einblick in die maßgeblich durch Jones Day vorangetriebene Sachverhalts. Wir wollen die Vorwürfe deswegen nicht nur umfassend, unabhängig und schonungslos aufklären, sondern die Aufklärung selbst soll auch ein transparenter Prozess sein. Deshalb bedauere ich sehr, dass ich Ihnen heute keine vollständigen Zwischenergebnisse der Untersuchung präsentieren kann. Die Gründe hierfür liegen in Entwicklungen von Verfahren, die Volkswagen derzeit im Zusammenhang mit der Dieselthematik in den USA führt. Das US Department of Justice hat am 4. Januar 2016 im Auftrag der EPA eine Klage gegen Volkswagen und Audi sowie weitere Gesellschaften des Volkswagen-Konzerns eingereicht. Die geltend gemachten Ansprüche werden unter anderem mit dem Vorwurf begründet, dass durch den Einsatz eines Defeat-Device gegen das amerikanische Gesetz zur Reinhaltung der Luft verstoßen worden sei. Ich hatte gehofft, dass wir Ihnen heute schon über den Abschluss eines umfassenden Vergleichs in den USA berichten können. Dies ist leider heute noch nicht möglich, nachdem Volkswagen am 21. April 2016 eine Grundsatzvereinbarung im Hinblick auf zivilrechtliche Verfahren mit Behörden und Klägern in den USA erzielen konnte,
hatte der zuständige Richter zunächst eine Frist bis zum 21. Juni 2016 gesetzt, um einen endgültigen Vergleich vorzulegen. Diese Frist wurde inzwischen zum 28. Juni 2016 hin verlängert. Die Verhandlungen zu den gerichtlichen und behördlichen Verfahren in den USA befinden sich deshalb weiterhin in einem sensiblen Stadium. Vom Erfolg der Verhandlungen hängt für unser Unternehmen sehr viel ab. Vertraulichkeit ist für den Erfolg entscheidend. Es wäre zum jetzigen Zeitpunkt mit hohen Risiken für Volkswagen verbunden, Sie als Aktionäre und damit auch die Öffentlichkeit über den Stand der Ermittlungen zu informieren. Die Position von Volkswagen in den laufenden Verhandlungen würde erheblich geschwächt. Zudem gehen wir davon aus, dass Volkswagen im Falle einer umfassenden Zusammenarbeit mit dem Department of Justice ein Entgegenkommen bezüglich des Strafmaßes erwarten darf. Eine Veröffentlichung von Zwischenergebnissen könnte dieses Entgegenkommen gefährden. Dies hätte negative finanzielle Effekte in sehr erheblichem Umfang zur Folge. Die von uns mandatierten Anwaltskanzleien haben uns daher dringend davon abgeraten, vorläufige Ermittlungsergebnisse öffentlich zu machen. Wir können auch nicht ausschließen, dass die laufenden Ermittlungen durch die Veröffentlichung vorläufiger Ergebnisse negativ beeinflusst werden. Insbesondere könnten Personen, die noch befragt werden, ihre Aussagen an den Inhalten des Zwischenberichts ausrichten. Wir wollen und wir müssen vermeiden, dass eine Veröffentlichung die Aufklärung der Vorwürfe behindert. Wir können es deshalb im Interesse von Volkswagen nicht verantworten, uns über die dringenden Empfehlungen der von Volkswagen mandatierten US-Rechtsanwaltssozietäten hinwegzusetzen. Lassen Sie mich nochmals betonen: Wir bedauern dies sehr. Diese Entscheidung war auch für mich persönlich sehr schwierig. Wir haben letzten Dezember angekündigt, im April dieses Jahres über den Stand der Ermittlungen zu berichten. Aus denselben Gründen wie heute mussten wir schon im April von der weitergehenden Veröffentlichung von Untersuchungsergebnissen Abstand nehmen. Ich kann an dieser Stelle nur um Ihr Verständnis bitten. Jones Day plant, die Untersuchung im vierten Quartal 2016 abzuschließen. Aufsichtsrat und Vorstand gehen gegenwärtig davon aus, dass die Tatsachen, die Gegenstand der Untersuchung sind, umfassend veröffentlicht werden, nachdem wir einen Vergleich mit dem US-amerikanischen Department of Justice erzielen konnten. Ein solcher Vergleich geht nämlich üblicherweise mit einem detaillierten sogenannten Statement of Facts des Department of Justice einher, das nach Abschluss des strafrechtlichen Verfahrens auch veröffentlicht wird und Informationen zur Dieselthematik und den Untersuchungsergebnissen von Jones Day enthalten wird. Meine Damen und Herren, wir haben der Hauptversammlung die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das vergangene Geschäftsjahr 2015 vorgeschlagen. Sie wissen, dass ich selbst bis vergangenen Oktober Mitglied des Vorstandes von Volkswagen war. Mein Wechsel in den Aufsichtsrat war unabhängig von der Dieselthematik bereits geplant. Um denkbare Interessenskonflikte zu vermeiden, beteilige ich mich nicht an Beratungen zu Beschlüssen des Aufsichtsrats, die auch mein Verhalten im Zusammenhang mit der Dieselthematik betreffen könnten. Bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrats zur Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 habe ich mich der Stimme enthalten. Dem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats liegt ein ausführliches Rechtsgutachten der Anwaltssozietät Gleis Lutz zugrunde. Das Ergebnis dieses Gutachtens hat uns Professor Dr. Götte, der ehemalige Vorsitzende Richter des zweiten Zivilsenats am Bundesgerichtshof, bestätigt. Gleis Lutz und Herr Professor Götte kommen beide zu dem Ergebnis, dass derzeit keine eindeutigen und schwerwiegenden Pflichtverletzungen von dem Geschäftsjahr 2015 amtierenden Vorstandsmitgliedern festgestellt worden sind,
die einer Entlastung entgegenstehen würden. Als der Aufsichtsrat auf der Grundlage dieser Gutachten in der Aufsichtsratssitzung am 10. Mai 2016 beschlossen hat, der Hauptversammlung die Entlastung der Mitglieder des Vorstands vorzuschlagen, hat er das unter einen Vorbehalt gestellt. Der Aufsichtsrat hat sehr klar gesagt, dass er die Beschlussvorschläge kontinuierlich überprüft und, wenn nötig, ändert. Wir haben gestern von Gleis Lutz und Herrn Professor Götte eine aktualisierte Stellungnahme erhalten. Die aktualisierten Stellungnahmen kommen zum Ergebnis, dass auch unter Berücksichtigung der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom Montag nach aktuellem Stand keine eindeutigen und schwerwiegenden Pflichtverletzungen von Vorstandsmitgliedern festgestellt worden sind, die einer Entlastung entgegenstehen würden. Vor dem Hintergrund dieser Stellungnahmen haben wir unsere Beschlussvorschläge nochmals abgewogen. Der Vorstand, der sich im Zusammenhang mit seinem Vorschlag zur Entlastung der im Jahre 2015 amtierenden Vorstandsmitglieder von der Kanzlei CMS Hasche Siegle hat beraten lassen, hat sich gestern noch einmal intensiv mit dem letzten Stand der verfügbaren Informationen befasst. Beide Gremien haben in ihren Sitzungen am 21. Juni 2016 beschlossen, an ihren Beschlussvorschlägen festzuhalten. Der Aufsichtsrat hat sich die Entscheidung, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands vorzuschlagen, nicht leicht gemacht. Er hat in intensiven Diskussionen die maßgeblichen Kriterien für die Entlastungsvorschläge umfassend abgewogen. Dabei hat er sich am Interesse und Wohl der Gesellschaft orientiert. Vor diesem Hintergrund halten wir die Entlastung gerade jetzt für wichtig. Die Entlastung ist ein Zeichen des Vertrauens, gerade auch für die Zukunft. Der Aufsichtsrat ist sich sicher, dass die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen und die Zukunft unseres Unternehmens bei dem amtierenden Vorstand in guten Händen liegen. Mit der Entlastung wollen wir dem Vorstand den Rücken stärken und die Handlungsfähigkeit von Volkswagen in schwierigen Zeiten sicherstellen. Es ist wichtig, dass wir bei der Aufklärung der Vorwürfe und bei der Bewältigung der schwierigen Situation, in der wir uns befinden, zusammenstehen. Sie als unsere Aktionäre bitte ich deswegen, auch im Interesse von Volkswagen, dem Vorstand Ihr Vertrauen auszusprechen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass mit der Entlastung kein Verzicht auf Schadensersatzansprüche gegen Vorstandsmitglieder verbunden ist. Der Aufsichtsrat prüft unabhängig von der heutigen Entscheidung über die Entlastung weiter, ob er Schadenersatzansprüche gegen ehemalige oder amtierende Vorstandsmitglieder geltend macht. Der Aufsichtsrat prüft das ohne Ansehen von Personen. Er lässt sich allein vom Interesse der Volkswagen Aktiengesellschaft leiten. Meine Damen und Herren, Volkswagen duldet keine Regel- und Gesetzesverstöße. Kein Geschäft rechtfertigt es, gesetzliche und ethische Grenzen zu überschreiten. Die Vorwürfe, die zu Recht gegen uns erhoben werden, widersprechen allem, wofür Volkswagen steht. Ich verspreche Ihnen heute noch einmal, dass wir die Aufklärung zum Abschluss führen und mit den Ergebnissen so transparent wie möglich umgehen werden. Dafür stehe ich und dafür steht der gesamte Aufsichtsrat der Volkswagen Aktiengesellschaft. Was ich bereits im letzten Oktober nach meiner Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden gesagt habe, wiederhole ich heute. Ich werde alles tun, damit die Vorgänge restlos aufgeklärt werden. Ich will meinen Beitrag leisten, damit das Vertrauen in Volkswagen wieder wachsen und Volkswagen in eine erfolgreiche Zukunft blicken kann. Erlauben Sie mir an dieser Stelle, dass ich mich beim Vorstand für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanke. Der Aufsichtsrat begleitet die Arbeit des Vorstands intensiv. Ich bin froh, sagen zu können, dass auch in der aktuellen Krise die Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat eng und vertrauensvoll ist. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist gegenseitiges Vertrauen essentiell, um Lösungen im Interesse von Volkswagen zu finden und umzusetzen. Ich darf Ihnen versichern, dass wir für eine
erfolgreiche Zukunft von Volkswagen die nötigen Schlüsse gezogen haben. Hierzu und zur neuen Strategie 2025 des Volkswagen-Konzerns wird Ihnen Herr Müller Näheres berichten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich bitte nun Herrn Müller, den Bericht des Vorstands zu geben. Herr Müller, bitte. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, herzlich willkommen hier in Hannover bei Ihrem Unternehmen, der Volkswagen Aktiengesellschaft. Für mich ist das heute eine Premiere, meine erste Hauptversammlung als Vorstandsvorsitzender unserer Gesellschaft. Ich habe diese Aufgabe im vergangenen September mit großem Respekt, aber auch mit Zuversicht angenommen. Mit Respekt, weil unser Unternehmen in der größten Bewährungsprobe seiner Geschichte steht, mit Zuversicht, weil ich aus mehr als 40 Jahren bei Volkswagen weiß, welches Potenzial und welche Möglichkeiten in diesem Konzern, in seinen Marken und in unserer Belegschaft stecken. Volkswagen ist ein großartiges Unternehmen, trotz allem, was in den vergangenen Monaten geschehen, gesagt und geschrieben worden ist. Dazu beizutragen, dass dieser Konzern und seine Menschen eine gute Zukunft haben, ist mir Motivation und Antrieb. Aus Gesprächen, Briefen und E-Mails weiß ich, dass Volkswagen vielen von Ihnen weit mehr bedeutet als ein x-beliebiges Investment. Viele Aktionärinnen und Aktionäre fühlen sich diesem Konzern und seinen Menschen tief verbunden, weil unsere Produkte sie durchs Leben begleitet haben und weiter begleiten werden. Und weil Volkswagen immer schon mehr war als nur ein großes Wirtschaftsunternehmen. Umso mehr schmerzt es Sie, uns und auch mich ganz persönlich, dass bei uns mit den Softwaremanipulationen an Dieselmotoren Regeln gebrochen und ethische Grenzen überschritten worden sind. Dieses Fehlverhalten widerspricht allem, wofür Volkswagen steht. Es hat unser höchstes Gut beschädigt, das Vertrauen der Menschen in unser Unternehmen und unsere Produkte. Im Namen des Volkswagen-Konzerns und aller, die hier arbeiten, bitte ich Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre, um Entschuldigung dafür, dass auch Ihr Vertrauen in Volkswagen enttäuscht worden ist. Wir können die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Was in unseren Händen liegt, ist verantwortungsvoll, damit umzugehen. Das heißt konkret, gute Lösungen für unsere Kunden zu finden, konsequent aufzuklären, wie es dazu kommen konnte und mit Blick nach vorn aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und das Richtige für die Zukunft zu tun. Dieser Aufgabe stellen wir uns. Alle, die für Volkswagen Verantwortung tragen, vom Aufsichtsrat über den Vorstand, das Management und die Belegschaftsvertreter bis hin zu den Mitarbeitern am Band, eint das Bestreben, alles zu tun, um unser verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Darum geht es uns und darum geht es mir ganz persönlich, auch hier und heute. Verständlicherweise hat die Dieselthematik in den vergangenen Monaten vieles überschattet. Aber, meine Damen und Herren, mir ist wichtig, dass Sie wissen, Volkswagen ist mehr als diese Krise. Unser Konzern verfügt über Qualitäten, die nicht über Nacht verloren gegangen sind und auf die wir auch in Zukunft bauen können. Starke Marken und großartige Fahrzeuge, eine hohe technologische Kompetenz und Innovationskraft, unsere globale Präsenz, viele Millionen Kunden weltweit, die uns die Treue halten. Und vor allem eine Belegschaft,
von 610.000 Menschen weltweit, die alles geben, eben für unsere Kunden. Vor der Leistung, der Loyalität und dem Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade jetzt habe ich hohen Respekt. Dafür sind wir, dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Meine Damen und Herren, im vergangenen Oktober hatte ich einen 5-Punkte-Plan vorgelegt, mit dem wir Volkswagen aus der aktuellen Lage herausführen und für die Zukunft neu ausrichten wollen. Dabei geht es um effektive technische Lösungen für unsere Kunden und die konsequente Aufklärung des Geschehenen. Es geht aber auch um neue Strukturen, um eine neue Denkweise, die wir im gesamten Unternehmen etablieren werden und um eine neue strategische Orientierung für diesen großen weltweit agierenden Konzern. Auch wenn Ihre und auch wenn unsere eigene Geduld mitunter auf eine Probe gestellt wird, bei allen 5 Punkten sind wir in den vergangenen Monaten substanziell vorangekommen. Es gilt auch für die technischen Lösungen der betroffenen Dieselfahrzeuge. Das Problem im Sinne unserer Kunden zu beheben, bleibt die wichtigste Aufgabe. Dazu haben wir in Zusammenarbeit mit dem Kraftfahrtbundesamt einen detaillierten Plan für die notwendigen Maßnahmen in Deutschland und in der Folge in Europa entwickelt und die notwendigen Ressourcen mobilisiert. Die Umrüstaktion in Deutschland ist im Januar angelaufen. Mittlerweile liegt die Freigabe für mehr als 3,7 Millionen Fahrzeuge vor. Darunter der VW Passat, Tiguan, Caddy, erste Varianten des Golf, der Seat Exeo, der Skoda Superb sowie verschiedene Modelle von Audi wie der A4 und der Q5. Wir erwarten, dass der Rückruf im zweiten Halbjahr deutlich an Fahrt aufnehmen wird. Unsere Kunden können sich darauf verlassen. Wir werden weiter alles daran setzen, den Rückruf so schnell und so professionell und so zufriedenstellend wie möglich durchzuführen. Wir danken allen hierfür für ihre Geduld. Mit der Grundsatzvereinbarung vom 21. April haben wir auch in den USA einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht, um die Dieselthematik und die damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten zu lösen, sowie auch den Kunden dort technische Lösungen anbieten zu können. In den vergangenen Wochen wurde intensiv an den Details gearbeitet. Auf Ersuchen des Sonderbeauftragten Robert S. Müller hat das zuständige Gericht den Parteien eine weitere Woche bis zum 28. Juni eingeräumt, um die entsprechenden Dokumente einzureichen. Wir danken auch unseren amerikanischen Kunden und Gesprächspartnern dort für ihre Geduld, während die Ausarbeitung der finalen Vereinbarungen zügig voranschreitet. Meine Damen und Herren, trotz aller Fortschritte, es ist noch ein weiter Weg zu gehen, bis wir die Dieselthematik umfassend aufgearbeitet haben werden. Wir widmen uns dieser Aufgabe mit Akribie, Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit. Dazu gehört, dass wir nicht ruhen werden, bis wir alles darüber wissen, wie es dazu kommen konnte. Und vor allem, dass wir die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen. Den Stand der von Volkswagen beauftragten externen Untersuchung hat Ihnen Herr Pötsch bereits erläutert. Diese Bemühungen werden vom Vorstand vorbehaltlos unterstützt. Die zweite Säule der Aufklärung bildete die Untersuchung der internen Revision, die wir als Aufsichtsrat und Vorstand unmittelbar nach Bekanntwerden der Verfehlungen beauftragt haben. Diese umfangreiche Arbeit wurde Mitte Dezember vergangenen Jahres abgeschlossen. Wesentliche Ergebnisse hatten wir damals bei einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgelegt. Bei den Untersuchungen der Revision ging es vor allem um 3 Schwerpunkte. Erstens Prozesse, zweitens unsere Berichts- und Kontrollsysteme und drittens die Infrastruktur. Nach allem, was wir heute wissen,
gab es in der Vergangenheit neben individuellem Fehlverhalten auch gewisse Defizite in bestimmten Bereichen der Technik. Dies galt zum Beispiel für die Test- und Freigabeprozesse von Motorsteuergeräten. Die Revision hat diese Schwachstellen aufgezeigt und Abhilfemaßnahmen zur Verbesserung der Abläufe vorgeschlagen. Der Fokus liegt hier darauf, Prozesse klarer zu strukturieren und besser zu systematisieren. So werden beispielsweise die Abläufe und Strukturen zur Freigabe der Software für Motorsteuergeräte neu ausgerichtet mit geschärften und verbindlich fixierten Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. Dazu gehören gestufte Freigabeprozesse, ein erweitertes Vier-Augen-Prinzip, die klare Funktionstrennung zwischen Entwicklung, Freigabe und Qualitätssicherung sowie Eskalationsverfahren bei Problemen. Auch bei unseren Berichts- und Kontrollsystemen gab es Optimierungspotenzial, wie zum Beispiel eine weitergehende Konkretisierung von Zuständigkeiten. Hier haben wir umgehend mit der Überarbeitung von Geschäftsordnungen, zum Beispiel des sogenannten Change Control Boards, begonnen. Die Revision hat zudem aufgezeigt, dass unsere IT-Infrastruktur an einigen Stellen anpassungsbedürftig ist. Künftig werden wir in den entsprechenden Bereichen elektronisch gestützte Bearbeitungs- und Kontrollsysteme einsetzen, die sich perfekt in unsere Arbeitsprozesse einfügen. Mehrere Millionen Euro wurden hierfür in der IT beantragt und deren Bewilligung vom Vorstand bereits auf den Weg gebracht. Prozesse nachzeichnen, Fehler identifizieren und Verantwortliche ermitteln, das ist nur ein Teil der Aufgabe. Der andere, mit Blick nach vorne viel wichtigere, ist, die richtigen Lehren daraus zu ziehen. So haben wir beschlossen, dass Emissionstests in unserem Konzern künftig grundsätzlich extern und unabhängig geprüft werden. Außerdem werden stichprobenhafte, realitätsnahe Tests zum Emissionsverhalten auf der Straße eingeführt. Ich bin überzeugt, als Industrie brauchen wir hier mehr Transparenz und mehr Mut zur Ehrlichkeit. Deshalb unterstützen wir entsprechende Initiativen der Politik mit Nachdruck. Die richtigen Lehren ziehen heißt auch, die insgesamt 31 von der internen Revision identifizierten Maßnahmenpakete werden konsequent umgesetzt. Für einige ist dies bereits vollständig erfolgt. Auch andere Bereiche des Konzerns überprüfen aktuell ihre Prozesse anhand eines aus den Revisionserkenntnissen abgeleiteten Handbuchs mit sogenannten goldenen Regeln. In vielen Projektgruppen arbeiten Vertreter mehrerer Marken an der robusten Ausgestaltung und Optimierung unserer Arbeitsabläufe. Die Erkenntnisse der internen Revision wurden zudem vollständig an John Stay übergeben. Sie tragen so dazu bei, die Verantwortlichkeiten zu klären. Zum Stichwort Verantwortung. Bislang wurden 10 möglicherweise an der Manipulation beteiligte Mitarbeiter aus dem Management freigestellt bzw. sind aus dem Unternehmen ausgeschieden. Mir ist wichtig, im Rechtsstaat gilt bis zum Beweis des Gegenteils die Unschuldsvermutung. Mit Blick auf die fortschreitenden Ermittlungsergebnisse werden wir dann entscheiden, ob und gegebenenfalls welche weiteren rechtlichen Maßnahmen geboten sind. Meine Damen und Herren, die Erfahrung der letzten Monate hat uns eindringlich vor Augen geführt, nachhaltiger Erfolg ist nur möglich, wenn Integrität, also gesetzestreues und wertegeleitetes Handeln, die Grundlage unseres täglichen Tuns und Entscheidens ist. Diese Erkenntnis müssen wir noch konsequenter im gesamten Unternehmen verankern und vor allem leben. Die Berufung von Christine Homann-Denhardt in den Vorstand war ein erster wichtiger Schritt. Ihre Erfahrung hilft uns,
unser Compliance-Management zu stärken und die Mitarbeiter vor Ort noch besser einzubeziehen. Zudem erhalten wir als Vorstand künftig vierteljährlich umfassende Risikoberichte, die anlassbezogene Risikobetrachtung ergänzen. So wird eine schnellere und zielgerichtete Risikosteuerung ermöglicht. Wir entwickeln auch unser internes Hinweisgebersystem weiter. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen darin bestärkt werden, Fehlentwicklungen und Gesetzesverstöße ohne Sorge vor persönlichen Konsequenzen anzuzeigen. Wir wollen eine Kultur fördern, in der offene, konstruktive Kritik nicht nur möglich, sondern erwünscht ist. Der Erfolg von Volkswagen beruht auf technischem Fortschritt, höchster Qualität der Produkte und nachhaltigem Handeln. Kein Geschäft dieser Welt ist es wert, gegen geltendes Recht zu verstoßen. Verstöße gegen diesen Grundsatz werden wir nicht tolerieren. Um die Einhaltung der geltenden Vorschriften in Zukunft noch besser gewährleisten zu können, arbeiten wir intensiv an der Verbesserung unserer Abläufe und Strukturen. Unter der Federführung von Christine Hohmann-Dennhardt und mir selbst haben wir verschiedene Maßnahmen angestoßen, wodurch Vorfälle wie die Dieselthematik künftig so weit wie möglich ausgeschlossen werden sollen. Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen zur Besserung, Gewährleistung der Produktcompliance im Entwicklungs- und Produktionsprozess sowie im Rahmen der Qualitätssicherung. Ferner werden die Prozesse in der Entwicklung so ausgestaltet, dass bereits der Versuch der Umgehung verbindlicher Vorschriften frühzeitig besser erkannt und verhindert werden kann. Kein System der Welt kann garantieren, dass Regelverstöße einzelner vollständig unterbunden oder verhindert werden. Durch die weitere Optimierung stellen wir aber sicher, dass unsere Systeme und Strukturen bestmöglich ausgestaltet sind, um solche Verstöße frühzeitig zu erkennen. Unser und mein Ziel ist es, dass Volkswagen in Sachen Compliance zum Vorbild für ein modernes, transparentes und erfolgreiches Unternehmen wird. Dabei beherzigen wir, dass nicht alles, was rechtens ist, auch richtig ist. Meine Damen und Herren, wenn man von Erfolg zu Erfolg eilt, ist der Drang, sich zu hinterfragen, oft geringer ausgeprägt. Das gilt auch für Unternehmen. Besonders, wenn sie groß und in einer eher traditionell orientierten Industrie wie unserer zu Hause sind. Und das gilt, wie wir leider feststellen mussten, auch für Volkswagen. Ein Schock wie die Dieselthematik kann in diesem Sinne auch heilsam sein. Bei Volkswagen hat die Krise auch Türen geöffnet. Sie hat uns darin bestärkt, überfällige Veränderungen zu beschleunigen und Prioritäten neu zu setzen. Die Krise in diesem Sinne als Chance zu nutzen, war von Beginn an mein Ziel. Bausteine dieses Veränderungsprozesses sind eine neue Struktur und ein neues Führungsmodell für diesen Konzern. Das war ganz unabhängig von Diesel überfällig, weil nicht nur unser Unternehmen selbst größer und komplexer geworden ist, auch das Umfeld, in dem wir unser Geschäft betreiben, hat sich fundamental verändert, dazu gleich mehr. Zu glauben, man könne einen Weltkonzern wie unseren in all seinen Verästelungen aus der niedersächsischen Ebene lenken, ist eine Illusion. Im Kern geht es um die richtige Balance zwischen mehr Eigenständigkeit auf der einen und den Synergien unseres einmaligen Markenverbundes auf der anderen Seite. Ein Grundprinzip für das neue Volkswagen ist daher, dass wir unternehmerische Verantwortung und Eigenständigkeit in unseren Marken und Regionen stärken. Wir müssen auch schneller und mutiger entscheiden. Unseren Managern trauen wir mehr Verantwortung zu,
Strukturen und Prozesse gestalten wir so, dass sie unser Unternehmen agiler machen. Das heißt auch, dass wir uns weniger mit uns selbst und mehr mit den Kunden und dem Wettbewerb beschäftigen müssen. Dazu streichen wir Berichte, die niemand liest, und Gremien, die keinen Mehrwert bringen. Im neuen Volkswagen-Führungsmodell nimmt der Konzernvorstand zudem eine neue Rolle ein. Unser und mein Job ist es nicht, sich im Detail mit der Gestaltung der Produkte zu befassen. Das machen die Marken. Wir als Volkswagen-Konzern kümmern uns viel mehr um die großen Zukunftsthemen, die vor uns liegen, um das Heben von Synergien, um die strategischen Leitplanken für die Zukunft. Das alles wird dazu beitragen, dass dieser große Konzern auch unter veränderten Rahmenbedingungen sicher und nachhaltig geführt werden kann. Aber Strukturen und Prozesse sind nur die eine Seite. Ohne die richtige Haltung, die richtige Mentalität wird der Wandel, den wir anstreben, nicht gelingen. Um es klar zu sagen, Volkswagen hat eine gute und reife Unternehmenskultur. Ich denke etwa an unser tief verankertes Qualitätsbewusstsein, an die Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unseren Produkten oder an das hohe Maß an sozialer Verantwortung, für das Volkswagen von jeher steht. Aber unsere Führungskultur muss besser werden. Offenheit, Mut zur Innovation und zur eigenen Meinung sowie echte Kooperationsbereitschaft gehören dazu. Ein konstruktiver Umgang mit Fehlern auch. Neugier und unternehmerisches Denken sowieso. Und nicht zuletzt ein solides Wertesystem als Kompass für unsere tägliche Arbeit. Es tut gut zu beobachten, wie die neue Denkweise allmählich greift. Immer mehr Menschen in unserem Unternehmen sehen und nutzen die Chancen, die der Wandel bringt. Und ich bin überzeugt, wenn wir als Führungskräfte das Richtige tun und vorleben, dann setzt sich das auch durch. Und dabei kommt es darauf an, auch kleine Zeichen zu setzen. Die Funktion Vorstandsfahrt etwa, die es früher bei den Aufzügen in unserer Verwaltung gab, haben wir abgeschafft. Und der eigene Airbus unserer Flugbereitschaft steht kurz vor dem Verkauf. Aber Symbole allein sind nicht genug. Deshalb haben wir einen alle Mitarbeiterebenen, Marken und Regionen einbeziehenden Meinungsbildungsprozess über die Werte auf den Weg gebracht, die die Zusammenarbeit im Konzern zukünftig leiten sollen. Mir ist wichtig, damit ersetzen wir nicht die Identitäten und Eigenheiten unserer Marken. Diese Vielfalt ist unsere Stärke. Es geht vielmehr um ein gemeinsames Dach für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen, die zu diesem Konzern gehören. Meine Damen und Herren, wie sehr Volkswagen vom Zusammenspiel seiner Teile profitiert, das belegt nicht zuletzt der Blick auf die Geschäftsentwicklung und die Ergebnisse des besonders gegen Ende extrem herausfordernden Jahres 2015. Die Zahlen für 2015 zeigen, die aktuelle Krise belastet uns sehr stark. Aber sie zeigen auch, unser operatives Geschäft ist intakt. Der Volkswagen-Konzern ist solide aufgestellt, auch finanziell. Wir haben im Geschäftsjahr 2015 erneut rund 10 Millionen Fahrzeuge an Kunden weltweit ausgeliefert. Auch wenn Volumen für mich kein Selbstzweck ist, diese Zahl unterstreicht, dass wir in vielen Ländern und Segmenten mit den richtigen Produkten am Start sind. Den Konzernumsatz haben wir noch einmal gesteigert, sowohl im Automobilbereich mit unseren 12 Marken, als auch insbesondere bei den Finanzdienstleistungen
konnten wir spürbar zulegen. Es zahlt sich heute mehr denn je aus, dass unser Geschäft auf mehreren tragfähigen Säulen ruht. Das zeigt sich auch im operativen Ergebnis. Vor Sondereinflüssen lag der Wert auf dem hohen Vorjahresniveau. Zur Stärke des Konzerns trägt China, unser größter und wichtigster Markt, wesentlich bei. Das war auch 2015 so. Wir haben in China erneut mehr als 3,5 Millionen Fahrzeuge verkauft. Für die hohe Ertragskraft unserer chinesischen Joint Ventures steht ein anteiliges operatives Ergebnis von 5,2 Milliarden Euro, das auf dem hohen Niveau des Vorjahres lag und im Finanzergebnis erfasst wird. Auf der anderen Seite sind unsere Zahlen aber auch deutlich von der Diesel-Thematik geprägt. Die negativen Sondereinflüsse daraus summieren sich auf 16,2 Milliarden Euro. Darin enthalten sind sämtliche Belastungen, die zum Zeitpunkt des Geschäftsjahresabschlusses bekannt und bewertbar waren. Also insbesondere Rückstellungen für anstehende technische und kundenbezogene Maßnahmen sowie die weltweiten Rechtsrisiken. Unsere Vorsorgen für die Dieselthematik haben wir zum Ende des ersten Quartals 2015 erneut überprüft und konnten sie im Wesentlichen aufgrund währungsbedingter Anpassungen der Rückstellungen um 0,5 Milliarden Euro verringern. Meine Damen und Herren, die Sondereinflüsse, die wir im Abschluss für das vergangene Jahr gebucht haben, waren ohne Frage ein Schlag ins Kontor. Und der trifft uns in Zeiten, in denen wir eigentlich alle Ressourcen in die Zukunft investieren müssten. Wir mussten folglich für 2015 ein negatives operatives Ergebnis und den größten Verlust der Konzerngeschichte ausweisen. So schmerzhaft die Sonderbelastungen auch sind, die gute Nachricht lautet, der Volkswagen-Konzern ist robust genug, um sie zu verkraften. Unsere Substanz ist stark, allein im Kalenderjahr 2015 ist die Nettoliquidität des Konzernbereiches Automobile um knapp 40% auf 24,5 Milliarden Euro gestiegen. Sie sehen, meine Damen und Herren, Volkswagen ist finanziell robust. Und ohne die Sondereinflüsse hätten wir erneut von einem erfolgreichen Jahr sprechen können. Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung heute trotz des negativen Konzernergebnisses die Ausschüttung einer Dividende vor. Sie soll bei 0,11 Euro je Stammaktie und 0,17 Euro je Vorzugsaktie liegen. Wir wissen gleichwohl, das ist gemessen an unseren und Ihren Ansprüchen zu wenig und für viele von Ihnen sehr enttäuschend. Unser erklärtes Ziel bleibt es, Sie als Anteilseigner substanziell am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen. Die Ausschüttungsquote soll nachhaltig rund 30% des Nettogewinns betragen. Dazu stehen wir und daran werden wir arbeiten. Das laufende Geschäftsjahr 2016 wird in diesem Sinne nicht weniger anspruchsvoll sein als das vorangegangene. Aber der Auftakt ist ermutigend. Im ersten Quartal hat der Konzern in einem anspruchsvollen Markt- und Wettbewerbsumfeld respektable Ergebnisse erwirtschaftet. Die Auslieferungen lagen mit 2,5 Millionen Fahrzeugen um 0,8% über dem Vorjahreswert. Der Konzernumsatz betrug 51 Milliarden Euro und sank damit um 3,4%. Das lag unter anderem an negativen Währungseffekten. Das operative Ergebnis stieg leicht auf 3,4 Milliarden Euro. Dies lag aber ausschließlich an den positiven Sondereinflüssen in Höhe von 0,3 Milliarden Euro, im Wesentlichen durch die bereits erwähnten währungsbedingte Anpassung der für die Dieselthematik gebildeten Rückstellungen. Auf dieser Basis gehen wir mit einer Portion Zuversicht, aber auch mit dem gebotenen Realismus
in die kommenden Monate. Wir erwarten, dass die Fahrzeugauslieferungen im Gesamtjahr 2016 insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres liegen werden, also wiederum bei etwa 10 Millionen Einheiten. Der Konzernumsatz wird aus heutiger Sicht unter Vorjahr liegen. In Abhängigkeit von den konjunkturellen Rahmenbedingungen, insbesondere in Südamerika und Russland, der Wechselkursentwicklung und angesichts der Abgasthematik können es bis zu 5% werden. Für das operative Ergebnis des Konzerns rechnen wir im Gesamtjahr 2016 mit einer operativen Rendite zwischen 5% und 6%. Klar ist, dass wir auch in 2016 sehr genau auf unsere Kosten schauen müssen. Die angelaufenen Effizienzprogramme werden überall im Konzern mit Hochdruck vorangetrieben und bei den Sachinvestitionen gilt es, diszipliniert die notwendigen Prioritäten zu setzen. Eines steht dabei für uns außer Frage. Wir stehen auch in schwierigen Zeiten zu unserer Verantwortung für unsere Mitarbeiter. Das unterscheidet Volkswagen von manch anderem Unternehmen und das, meine Damen und Herren, wird auch in Zukunft so bleiben. Zugegeben, diese Prognose ist nicht das schneller, höher, weiter, das Sie von Volkswagen kannten. Um es klar zu sagen, mich bekümmert das nicht im geringsten. Unsere wichtigste Währung sind Glaubwürdigkeit und Vertrauen in unsere Marken, in unsere Produkte und in Volkswagen als Ganzes. Dieses Vertrauen zurückzugewinnen, darum geht es. Alles andere ist vorerst zweitrangig. Das heißt natürlich nicht, dass wir unseren Ehrgeiz begraben haben. Im Gegenteil, wir werden es dem Wettbewerb nicht leicht machen. Dazu werden die rund 60 Neuheiten, die wir in diesem Jahr auf den Markt bringen bzw. gebracht haben, ihren Beitrag leisten. Darunter sind Fahrzeuge wie der neue VW Tiguan, der Audi Q2 oder der Seat Ateca, die hervorragend ankommen und von denen wir uns sehr viel versprechen. Meine Damen und Herren, 2016 wird für Volkswagen ein Jahr des Übergangs sein. Es wird aber auch das Jahr sein, in dem wir den eingeleiteten Wandel beschleunigen, in dem wir die Weichen für die Zukunft des Konzerns stellen, in dem wir das Fundament für ein neues, besseres Volkswagen legen. Dies führt zu der vielleicht wichtigsten Frage: Wie gestalten wir die Zukunft von Volkswagen in einer Welt, die sich fundamental und immer schneller verändert, in der sich die Parameter für unsere Branche dauerhaft verändern? Die Automobilindustrie steht vor dem nächsten großen Innovationssprung. In Verbindung mit der Elektromobilität und autonomen Fahren wird die Digitalisierung auch unser Geschäft in einer Konsequenz verändern, die vielen von uns noch gar nicht bewusst ist. Nicht nur das Automobil wird sich in den nächsten Jahren massiv wandeln. Mobilität als eigenständiges Produkt, als unser Versprechen an die Menschen, wird gerade neu definiert. Übrigens nicht in erster Linie von uns selbst, sondern von unseren Kunden. Für Volkswagen kann ich sagen, wir sind bereit zu dieser Veränderung. Der epochale Wandel, der sich gerade vollzieht, ist unser Verbündeter, nicht unser Feind. Er öffnet uns große Chancen. Wir wollen sie für profitables Wachstum nutzen. Mit unserem Zukunftsprogramm Together Strategie 2025, das wir am vergangenen Donnerstag präsentiert haben, schaffen wir dafür die Voraussetzungen. Die neue Konzernstrategie macht den Weg frei für den Wandel eines der besten Autobauers der Welt zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Das ist die Vision, die uns leitet. Darum geht es uns und mir im Kern.
Dabei hat Volkswagen trotz aller Schwächen, die wir sehen und jetzt mit Nachdruck adressieren, viele Stärken. Ich hatte eingangs darauf hingewiesen. Auch unsere Strategie 2018 war ein Erfolg. Bei aller berechtigten Kritik an einer gewissen Fixierung auf Größe und auch an einer Portion Selbstgefälligkeit, die sich im Laufe der Jahre eingeschlichen hatte. Fakt ist, wir haben die 2007 selbstgesteckten Ziele vor Plan erreicht oder waren zumindest auf einem guten Weg dazu, als die Dieselthematik uns einholte. Das gilt für die Zufriedenheit unserer Kunden ebenso wie die Stimmung in der Belegschaft und die Zahl der Auslieferungen und mit Abstrichen auch bei der Profitabilität. Wenn wir jetzt neue Ziele formulieren, dann müssen wir also nicht alles über Bord werfen. Es geht vielmehr um eine konsequente Weiterentwicklung, die sichtbar andere Akzente setzt. Unser Anspruch ist dabei klar. So wie wir mit unseren Fahrzeugen seit jeher das Leben vieler Menschen überall auf der Welt bereichert haben, so will Volkswagen auch die Automobilität für zukünftige Generationen maßgeblich mitgestalten. Ich gebe zu, das ist ohne Frage ein hoher Anspruch. Wie wir ihm gerecht werden wollen, das beantworten wir mit Together Strategie 2025. Der Zeithorizont 2025, den wir damit abstecken, ist Bestandteil des Namens und steht für das langjährige Denken und Handeln, das Volkswagen schon immer ausmacht. Der Begriff Together, den wir der Strategie voranstellen, steht für eine Denkweise und Haltung, die in diesem Konzern künftig noch wichtiger sein wird. Wir wissen, dass wir auf Dauer nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung erfolgreich sein können, also gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gemeinsam mit bzw. für unsere Kunden, mit unseren Aktionären und Geschäftspartnern und auch im vollen Bewusstsein unserer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt. Together ist also die Essenz unseres Verständnisses von Nachhaltigkeit, das in seinem umfassenden Sinn unser zukünftiges Handeln bestimmen wird. Der Begriff Nachhaltigkeit mag manchem abgenutzt oder gar beliebig erscheinen. Das ändert aber nichts an seiner Relevanz. Nachhaltigkeit ist, richtig verstanden und praktiziert, der Schlüssel zum dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg, gerade für einen Konzern, der den Namen Volkswagen trägt. Meine Damen und Herren, unsere neue Strategie steht nicht für ein Weiter-so. Wir haben damit den Startschuss gegeben für den größten Veränderungsprozess in der Geschichte von Volkswagen. Mit Together Strategie 2025 haben wir eine klare Vision für die nächste Dekade formuliert. Volkswagen wird ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger Mobilität sein. Diese Vision beschreibt den Transfer unseres Führungsanspruches aus der alten Welt in die Mobilitätswelt von morgen. Wir werden alles dafür geben, sie Realität werden zu lassen. Auf diesem Weg haben wir auch eine neue Mission, wenn Sie so wollen, einen neuen Auftrag, der Richtschnur des täglichen Handelns sein muss. Wir begeistern unsere Kunden mit passgenauen Mobilitätslösungen. Wir erfüllen die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden mit einem Portfolio starker Marken. Wir übernehmen und leben täglich Verantwortung für Umwelt, Sicherheit und Gesellschaft. Und wir handeln integer und bauen auf Verlässlichkeit, Qualität und Leidenschaft als Grundlagen unserer Arbeit. Dies so unmissverständlich zu formulieren, ist gerade jetzt für uns von großer Bedeutung. Ich stehe persönlich dafür ein, dass wir dieser Mission gerecht werden. Dann und nur dann
werden wir unsere strategischen Ziele erreichen. Nur dann werden wir die Loyalität unserer Kunden wirklich verdienen und sie dauerhaft mit unseren Produkten begeistern. Nur dann werden wir ein exzellenter, das heißt auch verlässlicher, sicherer, moderner und weltoffener Arbeitgeber sein. Nur dann kann Volkswagen wieder Vorbild als guter Unternehmensbürger sein, der seinen Beitrag für das gesellschaftliche Wohl und eine intakte Umwelt leistet. Und nur dann werden wir wettbewerbsfähige Erträge erwirtschaften, um für Sie, unsere Eigentümer, ein attraktives Investment und zugleich ein guter Arbeitgeber für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein. Meine Damen und Herren, all das gilt es zu schaffen, wenn wir unser übergeordnetes und zentrales Ziel erreichen wollen, nachhaltig zu wachsen für unsere Stakeholder und gemeinsam mit Ihnen. Was wir Ihnen heute präsentieren, ist nur der Rahmen für eine weitere Ausarbeitung, die nun erfolgen muss. Anders gesagt, wir haben am Was gearbeitet und definiert, wo wir hinwollen. Jetzt geht es darum, dies erfolgreich umzusetzen, also um das Wie. Dazu haben wir 4 große Handlungsfelder definiert, auf denen Together Strategie 2025 fußt. Erstens, wir transformieren unser Kerngeschäft, das heißt, wir bauen grundlegend um. Fahrzeuge entwickeln, produzieren und vertreiben, das bleibt auch künftig essentiell für Volkswagen. Das Gesicht dieses Geschäftes aber wird sich fundamental verändern. Zweitens, wir bauen ein neues Geschäftsfeld für Lösungen und Dienstleistungen rund um die Mobilität von morgen auf, markenübergreifend und eigenständig. Damit stellen wir sicher, dass wir diesen neuen zusätzlichen Wachstumstreiber mit der nötigen Agilität und mit unternehmerischem Fokus entwickeln. Drittens, wir stärken die Innovationskraft von Volkswagen in den bestehenden und besonders den neuen Technologien. Dafür mobilisieren wir sowohl interne Kräfte als auch Impulse von außen. Viertens, wir sichern die Finanzierung der immensen Zukunftsinvestitionen, die vor uns liegen. Dafür werden wir an allen möglichen Stellschrauben drehen. Diese 4 Elemente bilden ein schlüssiges Ganzes. Die Transformation des Kerngeschäfts und das neue Geschäftsfeld Mobilitätslösungen sind das Fundament für das Wachstum von morgen. Beides wird aber nur erfolgreich sein, wenn wir eine echte Innovationskultur in unserem Konzern etablieren und wenn wir hinreichend profitabel sind, um das Ganze auch zu finanzieren. Was haben wir uns konkret vorgenommen? Den 4 Handlungsfeldern der Strategie haben wir 15 zentrale Konzerninitiativen zugeordnet. Die sind, wenn Sie so wollen, das Herzstück der Strategie. Es würde den Rahmen sprengen, Ihnen an dieser Stelle alle 15 Initiativen im Detail zu erläutern. Ich beschränke mich daher auf einige Beispiele, die, so denke ich, verdeutlichen, wie wir bei Volkswagen über die Zukunft denken und handeln. Mit der Strategie 2025 bringen wir eine Elektrifizierungsoffensive auf den Weg, die in unserer Branche ihresgleichen sucht. Der Verbrennungsmotor bleibt wichtig. Er wird uns noch länger begleiten und auch im Jahr 2030 werden noch etwa 2/3 des Marktvolumens neuer Fahrzeuge verbrennungsmotorisch angetrieben sein. Das heißt aber auch, das andere Drittel wird dann elektrisch fahren. Der Durchbruch für die E-Mobilität wird bis dahin längst Realität sein. Und wir sind entschlossen, die Elektromobilität zu einem neuen Markenzeichen von Volkswagen zu machen. Bis 2025 wird der Volkswagen-Konzern mehr als 30
vollelektrische neue Fahrzeuge auf den Markt bringen. Wir erwarten, dass wir dann 2 bis 3 Millionen rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge pro Jahr verkaufen. Das wird mit schätzungsweise 25% ein erheblicher Anteil unseres gesamten Absatzes sein. Entsprechend forcieren wir unser Engagement und werden ein milliardenschweres Investitionsprogramm auf den Weg bringen. Mir ist wichtig, wir bleiben auch bei der Weiterentwicklung der Brennstoffzelle am Ball. Und wir werden bereit sein, wenn die Zeit dafür reif ist. Zudem arbeiten wir weiter intensiv daran, die Umweltverträglichkeit unserer Diesel und Benziner zu verbessern. Einen Meilenstein auf diesem Weg darf ich Ihnen heute erstmals ankündigen. Wir werden die neuen TSI und TFSI Motoren des Konzerns sukzessive mit Otto-Partikelfilter ausstatten und serienmäßig mit einem zusätzlichen Filtersystem zur Reduktion der Partikel. Den Anfang machen der 1,4 Liter TSI-Motor im neuen VW Tiguan und der Audi A4, A5 ab Juni 2017. Damit reduzieren wir den Partikelausstoß um bis zu 90%. Bis 2022 könnten bis zu 7 Millionen Konzernfahrzeuge pro Jahr mit dieser neuen Technologie ausgestattet werden. Und auch das autonome Fahren ist ein Schlüsselthema für die Transformation unseres Kerngeschäftes. Ich gebe zu, als jemand, der es liebt, das Lenkrad selbst in der Hand zu halten, war ich zunächst skeptisch. Inzwischen haben wir nicht den geringsten Zweifel daran, dass diese revolutionäre Technologie schon innerhalb der nächsten Jahre Realität werden wird. Unser Anspruch ist es, alle relevanten Systeme abzudecken mit autonomen Fahrzeugkonzepten für den Individualverkehr, ebenso wie für die sogenannten Last-Mile-Solutions für den Transport von Menschen und Waren in den großen Städten. An diesem Thema arbeiten wir. Vollautonome Fahrzeuge mit einem von uns selbst entwickelten System werden bereit zum Dekadenwechsel auf den Markt kommen. Die kumulierten Investitionen für neue autonome Mobilitätsleistungen werden mehrere Milliarden Euro betragen. Wir werden die notwendige Kompetenz aufbauen. Unter anderem planen wir, rund 1.000 zusätzliche Softwareingenieure einzustellen. Ich bin sicher, damit werden wir ordentlich Schlagkraft entfalten. Darum geht es auch bei einer weiteren Initiative, dem Aufbau der Batterietechnologie zu einer Kernkompetenz des Volkswagen-Konzerns. Die Batterietechnologie ist der Schlüssel zur Elektromobilität. Ihr Wertschöpfungsanteil liegt bei vollelektrisch betriebenen Fahrzeugen bei 20 bis 30%. Allein für die Ausstattung unserer eigenen E-Flotte benötigen wir bis 2025 eine Batteriekapazität in einer Größenordnung von 150 Gigawattstunden, was zugleich ein gewaltiges Beschaffungsvolumen repräsentieren würde. Die wirtschaftliche Bedeutung des Themas liegt also klar auf der Hand. Und die technologische Konsequenz stünde dem Volkswagen-Konzern ohne Zweifel gut zu Gesicht. Wir werden alle strategischen Optionen gründlich prüfen, um die Batterietechnologie als neues Kompetenzfeld für den Volkswagen-Konzern zu erschließen. Und dabei schauen wir uns die gesamte Prozesskette an, vom Rohmaterial bis zur Batteriemontage. Eine weiterhin unterschätzte Stärke unseres Konzerns ist die Fertigung hervorragender Komponenten. Wir haben unter unserem Dach einen der größten Automobilzulieferer der Welt. Unser Geschäftsbereich Komponente zählt derzeit rund 67.000 Mitarbeiter an 26 Standorten verschiedener Marken auf 5 Kontinenten. Wir haben entschieden,
diese Aktivitäten im Konzern strategisch neu auszurichten und zu bündeln. Durch die Neuaufstellung soll das Geschäft mehr unternehmerische Freiheit bekommen. Wir versprechen uns davon mehr Transparenz und mehr internen Wettbewerb. Und nicht zuletzt auch maßgebliche Beiträge für Zukunftsthemen wie die genannte Elektromobilität. Wer Volkswagen kennt, der weiß, die Neuausrichtung der Komponente ist für unser Unternehmen ein großer Schritt, genau wie die Transformation des Kerngeschäftes insgesamt. Wir werden dabei verantwortungsvoll und kooperativ vorgehen. Das gehört zu Volkswagen. Das sind wir unserer Belegschaft schuldig, die in diesen Zeiten gerade Großartiges leistet. Meine Damen und Herren, der zweite Eckpfeiler unserer Strategie 2025 ist der Aufbau des neuen Geschäftsfeldes Mobilitätsdienstleistungen. Seinen Sitz wird dieses neue markenübergreifende Geschäftsfeld in Berlin haben, also in ausreichender Entfernung von Wolfsburg, Ingolstadt und Stuttgart. Auch darin zeigt sich, dass wir es mit dem Wort Freiheit ernst meinen. Unser Ziel ist es, der Volkswagen-Konzern will die Chancen in diesem Zukunftsmarkt nutzen. Den ersten wichtigen Schritt haben wir mit der Beteiligung an GET bereits getan. Die strategische Partnerschaft mit einem Unternehmen mit heute schon mehr als 50 Millionen Kunden in einem wachstumsstarken Markt rund um die Vermittlung von Fahrdiensten ist der Nukleus für den Ausbau des neuen Geschäftes. Um diesen Kern werden wir in den nächsten Jahren in rascher Folge weitere Dienste wie Robotaxis, Carsharing oder Transport on Demand gruppieren. Bis zum Jahr 2025 streben wir in einem schnell wachsenden und hart umkämpften Markt einen Umsatz in substanzieller Milliardenhöhe an. Ich denke, das macht deutlich, was wir vorhaben, eine starke zweite Säule für unser Geschäft aufzubauen. An dieser Stelle eine weitere Anmerkung. Die vorgenannten Initiativen kreisen vor allem um das Pkw-Geschäft. Das heißt aber nicht, dass wir unser Nutzfahrzeuggeschäft nicht mit dem gleichen Ehrgeiz weiterentwickeln würden. Im Gegenteil, das Team um Andreas Rentschler hat das strategische Ziel formuliert, einen globalen Champion zu formen. Volkswagen Truck & Bus soll als Mehrmarkenanbieter über den Zyklus hinweg zum profitabelsten Anbieter der Branche werden. Dabei wird es auch darum gehen, sich vom reinen Nutzfahrzeughersteller zu einem führenden Anbieter intelligenter Transportsysteme zu entwickeln. Ganz ähnlich also, wie wir es auch im Pkw-Geschäft vorhaben. Meine Damen und Herren, ich habe viel über neue Ertragspotenziale gesprochen. Wir werden diese aber nur erschließen können, wenn wir in der Lage sind, die nötigen Investitionen zu tätigen. Die Ertragskraft des Volkswagen-Konzerns ist hoch, aber das reicht nicht aus, um alles sicher zu finanzieren. Wir müssen also zusätzliche Mittel generieren. Das geht am besten, wenn wir unsere Effizienz weiter steigern. In praktisch allen Konzernbereichen gibt es da noch reichlich Reserven. Wir haben uns daher vorgenommen, die Effizienz unserer Investitionsausgaben deutlich zu erhöhen. Die Investitionsquote gemessen am Umsatz im Automobilgeschäft werden wir bis 2025 spürbar, aber maßvoll auf 6,0% senken. Die Effizienz unserer Aufwendungen für Forschung und Entwicklung wollen wir ebenfalls deutlich verbessern. Das heißt, wir werden unser Geld fokussierter und bewusster einsetzen. Die entsprechende F&E-Quote werden wir im Wettbewerbsvergleich auf angemessene ebenfalls 6,0% zurückführen. Erheblich besser wollen wir schließlich bei den zuletzt im Verhältnis zum Umsatz deutlich gestiegenen allgemeinen Vertriebs- und Verwaltungskosten werden. Hier peilen wir langfristig eine Reduzierung der Quote auf 12% an.
Insgesamt wollen wir in den kommenden 10 Jahren durch erhebliche Effizienzsteigerungen auf Basis der Zahlen von 2015 ein jährliches Ertragssteigerungspotenzial in signifikanter Milliardenhöhe realisieren. Salopp gesagt, wir werden in den kommenden Jahren überflüssige Pfunde abtrainieren und zusätzliche Muskeln aufbauen. Dazu werden alle Marken und Bereiche ihren Beitrag leisten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Angesichts der großen Bedeutung der Marke Volkswagen kommt ihr dabei eine zentrale Rolle zu. Der Zukunftspakt, an dem der Markenvorstand und der Betriebsrat seit Anfang Juni arbeiten, ist hierfür der Schlüssel. Meine Damen und Herren, wir bleiben also mit unserer Strategie 2025 nicht im Wagen, sondern unterlegen sie mit klaren, verbindlichen Zielen. Volumen oder Umsatzziele geben wir dabei nicht vor. Größe ist kein Selbstzweck. Sie ergibt sich vielmehr von selbst, wenn wir erfolgreich sind. Da wir dafür gute Chancen sehen, gehen wir von einer signifikanten, aber vor allem von profitablen Wachstum aus. Die operative Umsatzrendite soll bis 2025 schrittweise auf 7-8% steigen. Die Kapitalrendite im Automobilbereich soll dann bei mehr als 15% liegen. Diese Ziele halten wir für ein Unternehmen unserer Struktur im künftigen Markt- und Wettbewerbsumfeld für angemessen, ambitioniert und realistisch zugleich. Wir werden damit nachhaltigen Wert auch für Sie als Aktionäre schaffen. Zugleich bleiben wir trotz der aufwendigen Transformation des Konzerns einer soliden Finanzpolitik verpflichtet. Meine Damen und Herren, ich habe im vergangenen Herbst wiederholt gesagt, dass wir uns von der Krise nicht lähmen lassen werden. Das mag mitunter wie eine Beschwörungsformel geklungen haben. Ich hoffe aber, dass spätestens heute die letzten Zweifel daran beseitigt werden konnten. Der Volkswagen-Konzern ist stark und lebendig. Wir nehmen die Herausforderungen unserer Zeit an und wir stellen uns jetzt neu auf, fokussierter, effizienter, innovativer, kundennäher, nachhaltiger und konsequent auf profitables Wachstum ausgerichtet. Together Strategie 2025 bildet dafür den Rahmen und setzt die Leitplanken. Was ich Ihnen heute präsentiert habe, ist der Startschuss für, wie gesagt, die weitere Ausarbeitung. Wir machen uns da nichts vor. Die eigentliche Arbeit liegt noch vor uns, hat gerade erst begonnen. In den kommenden Monaten werden korrespondierende Strategien der Konzernmarken und Regionen und Funktionalbereiche erarbeitet, die den von der Strategie 2025 vorgegebenen Rahmen ausfüllen. Das vollständige, auf Marken und Funktionsbereiche heruntergebrochene und mit konkreten Maßnahmen und Zahlen unterlegte strategische Programm werden wir bis zum Jahresende in Gänze präsentieren können. Meine Damen und Herren, der Volkswagen-Konzern befindet sich ohne Zweifel in einer herausfordernden Situation. Wir stecken mitten in der Abarbeitung der Dieselthematik und müssen dafür große Lasten schultern. Aber ich bin überzeugt, wir werden gestärkt aus dieser Situation hervorgehen, weil wir operativ solide aufgestellt sind, weil wir wissen, wo wir herkommen und wo wir hinwollen und weil wir mit der Strategie 2025 tun, was dafür richtig und notwendig ist. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, am Ende meiner ersten Hauptversammlungsrede würde nun eigentlich die Bitte um Vertrauen stehen. Für uns gilt aber mehr denn je, Vertrauen wird einem nicht geschenkt. Vertrauen muss man sich verdienen. Daran arbeiten wir mit großer Ernsthaftigkeit und ganzem Einsatz. Deshalb bitte ich Sie in diesem Jahr
vor allem um eines, dass Sie dem Volkswagen-Konzern, dass Sie Ihrem Unternehmen die Treue halten und uns auf dem Weg in die Zukunft weiter begleiten. Sie werden es nicht bereuen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Müller. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle darf ich mich von denjenigen, die der Übertragung der Hauptversammlung im Internet gefolgt sind, verabschieden. Das Internet